Es ist eines der dreistesten Verbrechen des 20. Jahrhunderts. Adolf Coors, Vorstandsvorsitzender der Coors Brewing Company, wird gekidnappt. Es folgt eine der größten Suchaktionen in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Coors ist einer der bekanntesten Namen in ganz Amerika. Schon seit über 100 Jahren braut die Familie Coors Bier in ihrer Brauerei in Colorado. Der Erfolg macht sie sehr wohlhabend. Die Firma Coors ist die fünftgrößte Brauerei in der Welt. Sie haben 10 Filialen in 3 verschiedenen Ländern und beschäftigen 11.000 Angestellte. Sie machen über 1 Milliarde Gallonen Bier pro Jahr. 1960 ist Adolf Herman Joseph Coors Vorstandsvorsitzender der Firma. Am Morgen des 9. Februar 1960 steigt Adolf Coors wie gewohnt in sein Auto und beginnt seine 12 Kilometer lange Fahrt zur Brauerei nach Golden, Colorado. Doch er kommt nie dort an. Er fuhr um 8 Uhr. Seine Frau sagte, er hätte das Haus gut gelaunt verlassen. Er hatte Termine in der Brauerei. Ein Milchmann findet Coors verlassenes Auto auf der einspurigen Turkey Creek Brücke mit laufendem Motor und eingeschaltetem Radio. Sofort war klar, dass er verschwunden war, doch niemand wusste wohin. Als die Ermittler eintreffen, finden sie einen großen Blutfleck im Dreck. In dem unterhalb liegenden Bach entdecken sie ein Glas von Coors Brille und 2 Kopfbedeckungen, Coors Baseballkappe und einen braunen Fedora-Filzhut. Jemand hatte Geräusche gehört, die für Gewehrschüsse gehalten wurden. In der Gegend gingen die Leute gelegentlich auf die Jagd. Das Büro des Sheriffs gibt eine Vermisstenanzeige heraus, doch niemand hat Coors gesehen. Am nächsten Morgen erhält die Ehefrau des Verschwundenen diesen Brief. Mrs. Coors, Ihr Ehemann ist entführt. Sein Auto steht am Turkey Creek. Er stirbt, wenn Sie Polizei oder FBI einschalten. Er lebt, wenn Sie kooperieren. Der Entführer verlangt $500.000 für Adolfs sichere Rückkehr. Wir wollen keinen Mord. Geld ist alles, was wir wollen. Die Entführer wollen Mrs. Coors später mitteilen, wohin sie das Geld bringen soll. Liefern Sie sofort nach unserem Anruf. Jede Verzögerung wird als Versuch der Überwachung gesehen. Wenn Sie den Anweisungen folgen, wird er innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt des Geldes unversehrt freigelassen. Der Brief ist nicht unterschrieben. Die Familie bekommt das Geld zusammen und wartet auf die weiteren Anweisungen. Doch die Entführer melden sich nicht mehr. Nach der Entführung und Ermordung des Babys von Charles Lindbergh hat die US-Regierung Entführungen zu einer Bundesangelegenheit erklärt. Deshalb übernimmt das FBI im Fall Coors die Ermittlungen. Es war der 2. Entführungsfall in der Familie. Das FBI kannte einen 27 Jahre zurückliegenden Fall, bei dem Adolf Coors Jr. entführt werden sollte. Der Versuch scheiterte. Seitdem ist der Familie aber bewusst, dass sie Ziel solcher Angriffe ist. Die Familie versichert den Ermittlern, alles zu tun, um den 44-Jährigen unversehrt zurückzubekommen. Geld spielt keine Rolle. Die Familie besitzt Millionen. Sein Vater sagte, Sie haben etwas, was ich will. Er ist mein Sohn und ich bin bereit zu zahlen, was notwendig ist. Doch die Kidnapper nehmen zur Familie keinen Kontakt auf. Man hoffte, dass er lebt. Niemand hat hinterfragt, was es bedeutet, dass man Blut im Sand sowie seinen Hut und das Brillenglas im Wasser gefunden hat.
Dokumentensachverständige des FBI beschäftigen sich mit der Lösegeldforderung. Zuerst untersuchen sie den Brief auf Fingerabdrücke, finden aber keine. Es fällt ihnen jedoch sofort auf, dass der Brief von einem geübten Maschinenschreiber geschrieben worden ist. Der Schreiber hat zwei Freiräume nach einem Punkt gelassen. Das wird beim Schreibmaschinenunterricht so gelehrt. Es gab keine Tippfehler, keinen Fehlanschlag. Insgesamt gesehen eine sehr gute Schreibarbeit. Und der Schrifttyp ist aussagekräftig. Die Schriftart stammte von einer Firma namens C-Tag. Diese geschützte Schriftart wird nur von zwei Schreibmaschinenherstellern verwendet. Von Hermes in der Schweiz und von der Royal McBee Company in Holland. Die Zahlen im Erpresserschreiben erzählen eine eigene Geschichte. Man kann die Hermes und die Royal Light mithilfe der Zahlen unterscheiden. Es gibt rundliche Zahlen wie die 5 oder die 3, deren unterer Teil wieder nach oben läuft. Und sie verlaufen auf der gleichen Grundlinie wie zum Beispiel M oder N. Der Dokumentensachverständige stellt fest, dass der Entführer eine Royal Light Schreibmaschine verwendet hat. Es wird nicht einfach sein, sie zu finden. Die Firma produzierte die Royal Light Portable, ein spezielles Modell einer Reihe tragbarer Maschinen Ende der 50er bis Anfang der 60er Jahre. Für $49,95 Listenpreis wurde sie in den USA überwiegend in Warenhäusern und Outlets verkauft. Dem FBI fällt noch etwas auf. Die Schreibmaschine des Kidnappers hat einen kleinen Defekt. Der Buchstabe S sitzt tiefer als die anderen. Das tiefsitzende S könnte ein charakteristischer Hinweis auf eine bestimmte Maschine sein. Während die Analyse der Schreibmaschine weitergeht, erhält das FBI andere Hinweise. Der vielversprechendste kommt von einem Mann, der ein Auto in der Nähe des Entführungsortes gesehen hat. Ein Mann war in der Nähe der Brücke und bewachte dort seine Minen. Er erzählte der Polizei, dass er ein Auto der Marke Mercury Sedan aus den Anfängen der 50er Jahre gesehen hatte. Er konnte sich sogar noch an einen Teil des Nummernschildes erinnern, denn er hatte Angst, jemand würde etwas an seinen Minen wollen. Der Mann erinnert sich an die Reihenfolge AT62 auf dem Nummernschild. Das wird vom FBI sofort überprüft. Es gibt mehrere Treffer, doch einer erregt die Aufmerksamkeit der Ermittler besonders. Es ist ein Fahrzeug, das auf einen Mann namens Walter Osborne zugelassen ist. Er hat das Auto erst einen Monat zuvor gekauft. Als die Beamten das Apartment von Walter Osborne im Zentrum von Denver aufsuchen, ist es verlassen. Osborne ist einen Tag nach der Entführung ausgezogen und hat keine neue Adresse hinterlassen. Sein Auftreten war sehr ruhig und sehr unsozial. Soweit wir herausfanden, hatte er zu niemandem engeren Kontakt. Die Putzfrau sagte, dass sie einige Waffen in seinem Raum gesehen hätte. In der Mülltonne hinter dem Apartment finden die Ermittler leere Schachteln für Handschellen und Beinfesseln. Als das Apartment auf Fingerabdrücke untersucht wird, machen die Ermittler eine beunruhigende Entdeckung. Die Abdrücke passen zu Joseph Corbett, einem verurteilten 31-jährigen Mörder. Er hatte im Jahr 1951 einen anderen Mann erschossen. Er hatte behauptet, es sei Selbstverteidigung gewesen, doch der Schuss ging in den Hinterkopf. Das war keine Selbstverteidigung und er wurde verurteilt. Doch er war ein Musterhäftling und wurde von der höchsten Sicherheitsstufe auf die niedrigste gesetzt. Dann floh er. Der Vermieter identifiziert Corbett als den Mieter des Apartments. Corbett hat als Farbenmischer bei der Benjamin Moore Company gearbeitet. Laut Aussage seiner Kollegen hat er einige verfängliche Aussagen gemacht. An eine Aussage erinnere ich mich. Er sagte, schaut in die Zeitung, da wird ein großes Ding platzen und ihr werdet mich danach nicht mehr hier sehen.
Nach Aussage eines Firmensprechers ist Corbett nach der Entführung einfach nicht mehr zur Arbeit erschienen. Sie haben nie wieder etwas von ihm gehört. Ein Mitbewohner aus Corbetts Haus erzählt den Beamten noch etwas Interessantes. Er hat gehört, dass Corbett oft bis spät in die Nacht Schreibmaschine geschrieben hat. Der aus dem Gefängnis geflüchtete Mörder Joseph Corbett ist der Hauptverdächtige im Entführungsfall Adolf Kors. Die Ermittler haben herausgefunden, dass das Erpresserschreiben auf einer Royalite Portable-Schreibmaschine verfasst worden ist. Die Beamten des FBI finden in Denver nur zwei Läden, in denen dieses Modell verkauft wird. Einer ist der May D&F Warenladen. Ein Angestellter erinnert sich an Joseph Corbett. Er war sich sehr sicher, Corbett die Schreibmaschine verkauft zu haben. Offensichtlich ist Corbett einer der wenigen Kunden gewesen, die bar bezahlt haben. 4 Monate vor der Entführung hat er die Schreibmaschine gekauft. Trotz dieser Hinweise weiß die Polizei nicht, wo Corbett sich aufhält, geschweige denn, wo Adolf Kors ist. Das FBI startet die Suche nach Joseph Corbetts 1951er Mercury Sedan. 8 Tage nach der Entführung wird das Fahrzeug knapp 3000 Kilometer entfernt von der Polizei von New Jersey entdeckt. Der Feuerwehrchef von Atlantic City, New Jersey, meldete, dass sie einen brennenden 51er Mercury gefunden hatten, der mit Benzin übergossen worden war. Der Innenraum war sehr stark zerstört. Das Fahrzeug hat keine Nummernschilder mehr. Doch die Seriennummer auf dem Motorblock beweist, dass das Auto Walter Osborne alias Joseph Corbett gehört. Am Unterboden des Fahrzeugs sichern die Ermittler 4 verschiedene Erdschichten. Die frische äußere Schicht besteht aus Sand, höchstwahrscheinlich von der Küste New Jerseys. Die 2. Lage ist unspezifisch und stammt wahrscheinlich von der Fahrt quer durchs Land. Die älteste Erdschicht ist ungewöhnlich. Sie besteht aus verschiedenen Arten Schiefer und passt zur Erdbeschaffenheit am Entführungsort. Die Probe passte zu einer Kontrollprobe, die am Turkey Creek gesammelt worden war, in der Nähe der Kors Ranch. Erdproben sind äußerst unterschiedlich, das hat sich bei den Untersuchungen weltweit gezeigt. Sie unterscheiden sich bereits auf wenigen Metern in Korngröße, in Farbe und so weiter und so weiter, in mikroskopischen Befunden. Und um sie nun einem bestimmten Ort zuzuweisen, brauchen wir immer etliche, aber wirklich sehr viele Vergleichsbodenproben, um sagen zu können, wenn das alles übereinstimmt, dann kann dieser Boden vom Tatort nur von dieser Stelle herrühren, von dem wir diese Vergleichsbodenprobe haben. Die Ermittler vermuten, dass die Erdschicht, die über dem Schiefer gewesen ist, von dem Ort stammt, an den Adolf Kors nach der Entführung gebracht worden ist. Diese Schicht ist auffällig, denn sie beinhaltet eine große Menge Granit mit pinkfarbenem Feldspat. Das Zusammentreffen von Granit und gefärbtem Feldspat ist sehr ungewöhnlich, gerade wenn man einen lilafarbenen oder orange- oder rotfarbenen Feldspat hat in der Spur. Da würden wir zum einen Vergleichsmaterialien anfordern von den Dienststellen, um zu gucken, ob dieses Material in der Vergleichsspur im Umfeld des Leichenfundortes gegeben ist. Würden wir da ein negatives Ergebnis finden, wenn wir uns an entsprechende Kartenhersteller, die geologische Karten herstellen, und würden dann gucken, wo tritt eine derartige Kombination dieser beiden Elemente auf. Für den Vergleich sammeln die FBI-Agenten tatsächlich hunderte von Proben, um herauszufinden, woher die fragliche Erdprobe stammt. Wir haben ihnen 612 Dreck- und Erdproben geschickt, bis sie sagten, bitte keine Erdproben mehr. Das war zu viel für das Labor. Man wählt aus, zunächst grob nach Trocknen der Proben,
welche Proben überhaupt als Vergleich in Frage kommen, von der Farbe bereits her. Und meistens ist es so, dass man nach ein, zwei Wochen schon die meisten Proben ausschließen kann, weil sie eine andere Korngrößenanalytik haben, weil sie eine andere Farbgebung haben. Es bleiben im Prinzip von mehreren hundert Proben in der Regel max 5 oder 10 Proben, wenn überhaupt, über, die man dann endgültig Abgleich mit unseren Methoden, mit den Spurensubstanzen, die wir haben, vom Auto, von der Leiche und so weiter. Die Erdprobe vom Auto passt zum Granit des Pikes Peak, der seine Färbung von kaliumhaltigem Feldspat besitzt. Der Pikes Peak ist ein Ausläufer der Rocky Mountains, 10 Kilometer westlich von Colorado Springs. Das Gebiet des Pikes Peak abzusuchen, ist ein riesiges Unterfangen. Wir haben Höhlen durchsucht, Häuser, leere Gebäude, Ställe, in der Hoffnung, etwas zu finden. Acht Monate nach der Entführung finden Jäger einen menschlichen Schädel, Knochen und die Kleidung von Adolf Kors, die er am Tag seines Verschwindens getragen hat. Sie fanden das rechte Schulterblatt. Es hatte 2 Löcher. Nach Meinung eines Pathologen sind sie durch ein schnell fliegendes Projektil entstanden. Die Löcher im Schulterblatt passen zu den Löchern in Kors Jackett. Das Projektil ging durch seine Lunge und muss tödliche Verletzungen verursacht haben. Das passte zur ersten Tat Corbetts, bei der er sein Opfer in den Hinterkopf geschossen hatte. Das schien sein Stil, seine Vorgehensweise zu sein. Die Ermittler finden zudem Kors Taschenmesser mit den Initialen AC the Third. Die Knochen waren in sehr gutem, der Kopf in einem recht ordentlichen Zustand. Über Zahnaufzeichnungen konnte Mr. Kors identifiziert werden. Die Ermittler wissen, dass Joseph Corbett der Mörder ist. Jetzt müssen sie ihn nur noch finden. FBI-Direktor J. Edgar Hoover nennt Corbett den meistgesuchten Mann Amerikas. Die Beamten sind sich aufgrund der Beweise sicher, dass Corbett das Verbrechen monatelang geplant hat. Wir wussten, dass Corbett die Schreibmaschine Monate vorher gekauft hat. Er hat Ed Kors auf seinem Weg zur Arbeit beobachtet. Er hat sich auf der Route die beste Möglichkeit gesucht, ihn zu überwältigen. Ohne Zeugen und ohne dass Kors ahnt, dass etwas nicht stimmt. Ich vermute, dass Corbett das Geld wollte und nicht darauf aus war, jemanden umzubringen. Natürlich hat er versucht, seine Spuren vor der Polizei zu verwischen. Dennoch hat er mehrere Dinge getan, die zu ihm führten. Er war vorsichtig, doch ihm war nicht bewusst, welche seiner Handlungen es einfacher machen, ihn zu finden. Über 7 Monate entzieht sich Corbett dem Zugriff der Polizei. Zeitungen und Magazine berichten über seine Flucht. Dann liest eine Frau in Vancouver, Kanada, einen Bericht. Sie benachrichtigt die Polizei und behauptet, ein Mann, dessen Aussehen auf die Beschreibung von Corbett passt, lebt in ihrem Apartmentgebäude. Bei der Verhaftung in Vancouver fragte der FBI-Agent, sind Sie Joe Corbett? Er antwortete, ich bin Ihr Mann, ich bin nicht bewaffnet und gebe auf. Die Ermittler finden bei ihm weder die Schreibmaschine noch Papier, das zum Erpresserbriefpapier passt, geschweige denn die Tatwaffe. Alles, was sie haben, ist die Gewissheit, dass Corbett die Schreibmaschine gekauft hat, mit der die Lösegeldforderung geschrieben worden ist. Und dass ihm das Auto gehört, an dem die Erdproben vom Ort der Entführung und dem Leichenablageplatz gefunden worden sind. Joseph Corbett erklärt sich in der Verhandlung für nicht schuldig. Dennoch wird er der Entführung und Ermordung schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. In Colorado gibt es ein Gesetz, ich glaube, das gilt auch heute noch, das besagt, ohne Augenzeuge oder Geständnis kann niemand zum Tode verurteilt werden. In diesem Fall war das auch so.
Der Fall bleibt in Erinnerung als einer der außergewöhnlichsten in der Geschichte von Colorado. Es war in diesem Land in der Tat einer der ersten großen Fälle, in dem Erdproben für die Anklage eine entscheidende Rolle spielten. Präzise Zuordnungen zu Turkey Creek und dem Leichenfundort machen zu können, ist auch heute noch außergewöhnlich. Damals jemanden gehabt zu haben, der A. daran gedacht und B. so sorgfältig analysiert hat, um beweisen zu können, dass das Auto an diesen beiden Orten war, ist eine kriminaltechnische Heldentat. Zwölf Jahre lang kann der Mord an einer Krankenhausangestellten nicht aufgeklärt werden. Die Polizei hat zwar Vermutungen, aber keine Beweise. Erst die Untersuchung eines alten Papiertaschentuches bringt Licht ins Dunkel dieses Falls. Vom Tag ihrer Geburt an muss Laura Wynn kämpfen. Sie wog 900 Gramm und war 3 Monate zu früh geboren worden. Doch sie war so lebenswillig, dass sie es schaffte. Als sie nach Hause durfte, war sie als Folge des Inkubators auf einem Auge blind. Zudem hatte sie eine rechtzeitige Lähmung. Laura wächst in Poplar Bluff, Missouri auf. Langsam gleicht sie ihre physischen Defizite aus und wird zu einer talentierten Schülerin. Sie hat ihre Lähmung fast komplett ausgeblendet. Sie ließ sich durch ihre Behinderung, ihre Blindheit, nicht von ihren Wünschen abbringen und machte, wozu sie Lust hatte. Lauras Traum ist es, im Gesundheitswesen zu arbeiten, um anderen Menschen zu helfen. Sie schafft das und wird pharmazeutisch-technische Assistentin in einem Krankenhaus. Oh, sie war ein Schatz. Die Leute, die mit ihr zu tun hatten, waren nicht nur ihre Kollegen, sondern auch ihre Freunde. Ein wirklich nettes Mädchen. Nice girl. Nice girl. Die Freunde passen gut auf Laura auf. Und als sie eines Morgens nicht zur Arbeit erscheint, benachrichtigen sie ihre Mutter. Ihre Mutter sagte, okay, ich gehe und schau nach ihr. Als die Hauseigentümerin ihr die Tür öffnete und sie eintrat, fand sie Laura. Laura liegt tot auf ihrem Bett. Sie ist mit einem ihrer Strümpfe stranguliert worden. Ihre Brille liegt auf dem Sofa im Wohnzimmer. Ohne sie ist sie nahezu blind. Es scheint, als sei sie im Wohnzimmer angegriffen und in ihrem Schlafzimmer ermordet worden. Das war ein Verbrechen mit Kraft und Kontrolle. Sie war auf die blinde Seite ihres Kopfes geschlagen worden. Zunächst scheint Raub das Motiv zu sein. Wir fanden heraus, dass einige Dinge aus ihrem Apartment fehlten. Ihr Portemonnaie, etwas Unterwäsche, Schuhe und andere Kleidungsstücke. Anzeichen auf ein gewaltsames Eindringen gibt es jedoch nicht. Kannte Laura ihren Mörder und hat sie ihn in ihre Wohnung gelassen? Die Ermittler versuchen, Lauras Aufenthaltsorte in der Nacht des Mordes zu rekonstruieren. Sie hat das Krankenhaus gegen 18.30 Uhr verlassen und ist dann in ihre Stammkneipe gegangen. Dort hat sie ein paar Drinks genommen und sich mit Freunden unterhalten. Lauras Nachbar hat sie gegen 23.15 Uhr aus ihrem Auto steigen und in ihr Apartment gehen sehen. Lauras Nachbar erinnert sich aber an noch etwas. Er behauptet, ein Mann sei zu Laura gekommen und mit ihr ins Apartment gegangen. Er erzählte mir, dass er die Polizei nicht gerufen hätte, weil er dachte, sie würde ihren Freund bei sich im Apartment verstecken. Lauras Freunde sagen jedoch aus, dass Laura keinen Freund hatte. Der Nachbar beschreibt den Mann als mittelgroßen Weißen, ca. 70 Kilo schwer. Das Gesicht des Fremden hat er nicht gesehen. Unglücklicherweise passt diese Beschreibung auf die Hälfte aller männlichen Bewohner von Poplar Bluff. Laura Wynns Autopsie bringt einige Überraschungen hervor.
eine Unterblutung über Lauras rechtem Ohr deutet an, dass sie bewusstlos geschlagen worden ist. Was hat das verursacht? Eine stumpfe Verletzung, etwas, das die Haut nicht aufgerissen hat. Offensichtlich ein hartes Objekt mit einer glatten Oberfläche. Die eigentliche Todesursache ist Strangulation, und zwar mit übermäßiger Kraft. Abbinden an sich hätte schon nach wenigen Minuten ausgereicht. Doch das war nicht genug. Die Emotionen gingen so hoch, dass er seine Hände noch um ihren Hals legte und zwei Knorpel quetschte und brach. Das Opfer ist zudem sexuell missbraucht worden. In Lauras Apartment bleibt die Suche nach fremden Fingerabdrücken erfolglos. Doch unter der Leiche finden die Ermittler eine Spur, ein gebrauchtes Papiertaschentuch. Es scheinen biologische Spuren darauf zu sein. Doch zur Zeit des Mordes ist die Menge für eine DNA-Analyse zu gering. Genetische Fingerabdrücke gibt es erst seit etwa 20 Jahren. Im Laufe der Zeit ist die Menge der DNA, die man benutzen kann, um eine Spur sinnvoll zu typisieren, also einen genetischen Fingerabdruck daraus zu gewinnen, unheimlich geschrumpft. Der Hauptgrund dafür war, dass man erstens schönere und einfacher zu untersuchende Stellen auf der Erbsubstanz DNA gefunden hat und zweitens, dass die Polymerase-Kettenreaktion, also eine Kopierreaktion, erfunden wurde, für die gab es auch einen Nobelpreis, mit der man nun nicht mehr darauf angewiesen ist, von Anfang an viel DNA zu haben, sondern man kann auch sehr wenig DNA aus einer sehr kleinen Spur in diese Kopierreaktion reinschicken und kriegt dann trotzdem noch einen schönen genetischen Fingerabdruck. Die Ermittler finden in Lauras Apartment zwei Haare. Sie wurden ins Labor geschickt. Es waren Schamhaare eines Afroamerikaners. Das würde aber nicht zur Beschreibung des Augenzeugen passen, der einen weißen Mann gesehen hat, der mit Laura ins Apartment gegangen ist. Wer sich mit Haaren auskennt, der weiß, dass Menschen den ganzen Tag über Haare verlieren. Sie hatte einen afroamerikanischen Freund, der ihr beim Renovieren in ihrer Wohnung geholfen hat. Die Polizei verhört diesen Freund. Er hat ein wasserdichtes Alibi. Er war in der Nacht des Mordes mit Freunden unterwegs. Ohne konkrete Spur wenden sich die Ermittler der Bar zu, in der Laura sich vor ihrer Heimkehr aufgehalten hat. Von der Besitzerin der Bar erfahren die Ermittler, dass Laura eine Auseinandersetzung mit Sam Freeman hatte, einem 26-jährigen Veteran der US-Armee. Laura hat ihm Vorwürfe gemacht. Er soll zwei junge Männer beim Poolbillardspielen angestoßen haben. Es war eine Auseinandersetzung bei einem Poolbillardspiel und Laura hat ihn damit konfrontiert. Es wurde ein bisschen laut, sie beruhigten sich aber wieder und alles schien okay. Wissen Sie, normale Vorkommnisse in einer Bar. Mehrere Stammkunden sagen aus, dass Freeman die Bar 20 Minuten vor Laura verlassen hat. Seine Eltern behaupten, er sei direkt zu ihnen gekommen und hätte dort die ganze Nacht verbracht. Die Beamten finden heraus, dass am fraglichen Abend noch ein anderer interessanter Mann in der Bar gewesen ist. Lauras Ex-Freund, Robert McSwain. Sie war von Kopf bis Fuß in ihn verliebt, völlig vernarrt. Alles, was er tat, war richtig. Die beiden waren mal zusammen und mal getrennt. Freunde behaupten, Laura hoffte, Robert heiraten zu können, doch er war nicht interessiert. McSwain sagt aus, er sei am Abend des Mordes direkt von der Bar nach Hause gegangen. Familienmitglieder bestätigen sein Alibi. Er war den Rest der Nacht im Haus und hat es nicht mehr verlassen. Seine Mutter und seine Schwester waren zu der Zeit auch dort. Die Ermittler sind ratlos. Niemand, der am fraglichen Abend in der Bar gewesen ist, passt auf die Beschreibung des vermeintlichen Mörders. Es schmerzte, dass es keinen Abschluss gab. Jemand war da draußen unterwegs. Und wir wussten nicht, wer es ist. Sie zu verlieren schmerzte ebenfalls. Denn sie war so eine wertvolle Person, so gut zu jedermann. Wir konnten in allem keinen Sinn erkennen. Es vergehen Monate und Jahre.
Lauras Familie verliert langsam die Hoffnung, dass der Mörder seine gerechte Strafe doch noch erhält. Als Clifford Morris nach 35 Jahren in den Ruhestand geht, gibt es einen Fall, der ihm besonders am Herzen liegt. Der Mord an Laura Wynn, der seit mittlerweile 12 Jahren ungelöst ist. An seinem letzten Arbeitstag übergibt er den Fall vertrauensvoll an seinen Kollegen Detective Tim Davis. Ich bat ihn, alles noch einmal anzuschauen. Ich wusste, dass er kriminaltechnisch versiert ist. Er sollte noch einmal nachermitteln. Vielleicht würde er etwas Neues herausfinden. Davis schaut sich die Akten noch einmal an. Die Akte war nie geschlossen worden. Und bis dahin waren auch alle notwendigen Untersuchungen gemacht worden. Davis beschließt, die Personen, die mit Laura am Abend des Mordes in der Bar gewesen sind, noch einmal zu verhören. Die Befragung von Candace Shipman, die hinter der Theke gearbeitet hat, ergibt einen neuen, wichtigen Anhaltspunkt. Sie erzählte mir einige Dinge, von denen sie meinte, sie seien wichtig für den Fall. Shipman sagt jetzt aus, dass mehr zwischen Laura und Sam vorgefallen sei, als nur der Streit über das Pool-Billiardspiel. Sam hat mit Laura geflirtet. Er suchte ihre Zuneigung, doch sie schien nicht an Sam interessiert zu sein. Ich denke, er war ein bisschen gekränkt, denn sie ließ ihn einfach sitzen. Und Shipman erinnert sich an noch etwas. Sam Freeman hat einen italienischen Likör namens Galliano getrunken. Er sammelte verrückt geformte Flaschen. Als sie den letzten Rest Galliano ausschenkte, fragte er sie nach der Flasche, denn die ist besonders geformt. Sie gab sie ihm. Ich habe mir nichts dabei gedacht und gab ihm die leere Flasche Galliano. Augenzeugen erinnern sich, dass Freeman die Bar mit der Flasche verlassen hat. Das ist bedeutend wegen der Wunden an Lauras Kopf. Das Verletzungsmuster passte mit der Größe und Form einer Flasche überein. Und das ist nicht alles. 8 Jahre nach dem Mord gibt es ein weiteres Ereignis in der Bar, bei dem Sam Freeman und die Flasche Galliano eine Rolle spielen. Candace Shipman arbeitet immer noch in der Bar. An diesem Abend bestellt Sam Freeman einige Galliano und wählt ein bestimmtes Lied aus der Jukebox. Er saß an der Theke, schaute mir in die Augen und sang »Nur du weißt es und ich weiß es«. Am ganzen Körper stellten sich bei mir die Haare auf. Sie ist sich sicher, Freeman versucht ihr so etwas mitzuteilen. Er starrte mich an und sang das Lied »Nur du weißt es und ich weiß es«. Ich war überzeugt, er hatte den Mord begangen und protzte nun vor mir damit. Jetzt, 12 Jahre später, ist Freeman verheiratet und Vater von 2 Kindern. Er arbeitet als Sergeant für die Nationalgarde. Er wollte in den Stadtrat gewählt werden. Aufgrund der Dinge, die ich wusste und vermutete, fand ich das alles ein bisschen frech. Bei der Durchsuchung von Freemans Haus finden die Ermittler eine Flasche Galliano. Freeman behauptet, die Flasche sei erst kürzlich zu seiner Sammlung hinzugekommen und sie ist nicht das Geschenk der Barkeeperin aus der Mordnacht. Dennoch beschlagnahmt die Polizei die Flasche. Freeman hat sie mit gefärbtem Wasser gefüllt, allerdings nicht ganz bis nach oben. Ein Kriminaltechniker tupft die ganze Flasche ab. In der Innenseite, am Flaschenrand, findet sich ein interessanter, mikroskopisch kleiner Fleck. Ein Test mit Phenolphthalein ergibt, dass es menschliches Blut ist. Es gab nicht genug DNA, um ein Profil erstellen zu können.
Die Erbsubstanz DNA kann sozusagen schlecht werden. Das bedeutet, die DNA ist ein langer Faden und kann zerbrechen, wenn sie nicht optimal gelagert wird. Sie zerbricht zum Beispiel, wenn man sie starkem Sonnenlicht aussetzt. Würde man vielleicht gar nicht meinen, das ist aber schädlich. Auch Kälte, das heißt einfrieren und auftauen, kann auch dazu führen, dass die DNA zerbricht. Die beste Methode, um DNA nicht degenerieren, das heißt zerbrechen zu lassen, ist, sie frei von irgendwelchen Bakterien, die sie einfach auffressen, zu halten und am besten trocken und geschützt irgendwo hinzulegen. Doch warum ist überhaupt Blut im Flaschenhals? Nach Zeugenaussagen haben Sam Freeman und Laura Wynn am Abend des Mordes gestritten. Laura hat Sam vorgeworfen, er habe zwei junge Männer beim Poolbillard angerempelt. Freeman trinkt an dem Abend einige Liköre und fragt die Barkeeperin später, ob er die leere Flasche Galliano für seine Sammlung haben kann. Um 22.45 Uhr können die Gäste ihre letzten Getränke bestellen, ehe die Bar um 23 Uhr schließt. Nach Zeugenaussagen verlässt Sam Freeman die Bar mit der Flasche Galliano vor der letzten Runde. Er weiß, dass Laura die Bar spätestens nach Feierabend verlassen muss. Laura wohnt nicht weit von der Bar entfernt und ist gegen 23.15 Uhr zu Hause. Die Ermittler vermuten, dass Freeman sie in das Apartment drängt und ihr dort mit der Flasche Galliano gegen den Kopf schlägt. Dann bringt er sie ins Schlafzimmer, vergewaltigt sie dort und stranguliert sie anschließend mit ihrem Strumpf zu Tode. Die gefundenen Spuren lassen vermuten, dass er sich die Nase geputzt und das Taschentuch in der Nähe der Leiche liegen gelassen hat. Vor seiner Flucht stiehlt er noch ein paar Dinge. Das ist die Theorie der Anklage. Das Problem ist, es gibt nicht genug forensische Beweise. Ich bin eine Zweiflerin. Jeder, der mich kennt, wird Ihnen sagen, dass ich an jedem einzelnen Fall zweifle. Tue ich nicht. Aber als Staatsanwältin will ich sichere Sachen. Darum wollen die Ermittler jetzt wissen, ob es Spuren mit DNA-Mengen gibt, die vor 12 Jahren für eine Untersuchung zu klein waren. Es mussten eigentlich Hautzellen an dem Nylonstrumpf sein. Es sei denn, der Täter hat Handschuhe getragen. Der Knoten wurde als eine Stelle für die Untersuchung ausgewählt. Denn ich war der Meinung, dort musste er angefasst haben, als er den Knoten gemacht hat. DNA-Spezialist Jason Wyckoff tupft den Strumpf ab auf der Suche nach Hautzellen. Die Tupfer enthalten eine Lösung, mit der die DNA getrennt und später für eine Analyse vervielfältigt wird. Wie vermutet, finden sie eine DNA-Spur. Ich stellte fest, dass das DNA-Profil letztlich aus einer Mixtur von zwei Personen bestand. Sie enthielt weibliche und männliche Geschlechtsmerkmale. Die weibliche DNA stammt von Laura Wynn. Die Herkunft der männlichen DNA ist noch unbekannt. Wyckoff untersucht das Papiertaschentuch, das unter Lauras Leiche gefunden worden ist, mit einer alternativen Lichtquelle und entdeckt eine Körperflüssigkeit, womöglich Schleim. Sehr viele Substanzen, die im Tageslicht unsichtbar sind, weil sie zum Beispiel durchsichtig sind oder in dünnen Schichten einfach unsichtbar werden, kann man dadurch sichtbar machen, dass man bestimmte Lichtquellen benutzt. Dabei nimmt man in der Regel Licht von nur einer einzigen Wellenlänge, das heißt dann monochromatisches Licht. Also das heißt, das ist ganz, ganz, ganz blau oder ganz, ganz grün, gerne auch im ultravioletten Bereich. Und als zusätzlichen Trick setzt man sich noch eine Brille auf, die das noch weiter filtert und einschränkt. Dadurch entstehen sehr, sehr hohe Kontraste, sodass man zum Beispiel auch Schleim auf einem Taschentuch, Sperma auf einer dunklen Hose und so weiter sichtbar machen kann, obwohl die Schicht ansonsten zu dünn wäre und das mit normalem Licht, egal wie hell man das macht, einfach nicht zu erkennen wäre. Wyckoff schneidet ein kleines Stück Taschentuch ab und gibt es in eine Waschlösung, die außer den Molekülen alles zersetzt. Eine weitere DNA-Analyse liefert brauchbare Informationen. Die Mehrheit an DNA schien männliche Merkmale zu haben. Als letzter Schritt muss nun DNA von Sam Freeman genommen werden.
Als wir Mr. Freeman erklärten, wer wir sind und warum wir da sind, bekam er einen Schock. Der Schreck war in seinem Gesicht zu sehen. Sein Verhalten änderte sich schlagartig. Ich kann es vielleicht so beschreiben, ein Gesicht voller Angst. Bevor Sie die DNA-Probe von Freeman nehmen, wollen die Ermittler wissen, ob er jemals in Laura Wynns Apartment gewesen ist. Haben Sie sich mit ihr getroffen? Hatten Sie Sex mit ihr? Haben Sie sie jemals geküsst? Wissen Sie, wo sie wohnte? Alle Fragen beantwortete er mit Nein. Doch die DNA von Freeman stimmt mit der DNA vom Strumpf und der DNA des Schleims überein. Das Profil mit den männlichen Charakteristika vom Taschentuch gibt es in der weißen Bevölkerung einmal unter 6,131 Billionen getesteten Menschen. Die einzige Möglichkeit, wie Sam Freemans DNA an den Tatort gelangt sein konnte, war, dass Sam Freeman dort war und der Mörder ist. Nach 12 Jahren wird Sam Freeman im September 2005 verhaftet und wegen des Mordes an Laura Wynn angeklagt. Für die Ankläger ist das Motiv eindeutig. Hier ist diese kleine Frau und macht ihn vor all diesen Kerlen runter. Ihn, den Mr. Militär, den Mr. Macho Man. Das konnte er nicht hinnehmen. Er war beschämt, gedemütigt, abgelehnt, verschmäht. Das war ein Verbrechen mit Machtkontrolle. Er musste Laura Wynn zeigen, wer das letzte Wort hat. Freemans Verteidiger berufen sich im Prozess auf die 2 gefundenen Haare und behaupten, sie würden von Lauras wahrem Mörder stammen. Und auch die Augenzeugenbeschreibung würde nicht auf Freeman passen. Sie verteidigten in Richtung berechtigte Zweifel, nicht schlecht. Doch die Ankläger bleiben dabei. Die DNA-Ergebnisse sind ein klarer Beweis. Ich vermute, dass Sam Freeman 1992 nicht wusste, dass er außer Samen, Blut oder Fingernägeln auch andere Dinge von sich nicht am Tatort zurücklassen darf. Doch er tat es. Im September 2006 befinden die Geschworenen Sam Freeman des Mordes für schuldig. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ich möchte, dass die Menschen Hoffnung haben und nie aufgeben, an die Gerechtigkeit zu glauben. Eines Tages kommt sie. Gibt es keine sorgfältige Sicherung und Aufbewahrung, dann ist es egal, ob 13 oder 14 Jahre später ermittelt wird. Ohne Beweise gibt es keinen Fall. Ist es möglich, den perfekten Mord zu begehen? Bei einem Hausbrand in Oregon ist es fast gelungen. Doch ein kleines Stück Rohr verrät den Ermittlern, was tatsächlich passiert ist. Es gibt eigentlich nur einen Grund, warum Leute nach Gales Creek, Oregon gehen. Man ist sehr nahe an Portland, nur etwa eine halbe Stunde entfernt, und man ist in der Natur. Es ist dünn besiedelt und man kommt mal raus. Derek und Roxanne Duren bietet Gales Creek die Möglichkeit, sich von ihren stressigen Karrieren in der Computerindustrie zu erholen. Als sie das Grundstück in Gales Creek kauften, war das mehr, als meine Schwester sich je erträumt hatte. Ein Traum wurde wahr. Es ist genug Platz für Roxannes Pferdezucht. Sie liebte ihre Pferde. Sie waren der Ausgleich in ihrem Leben. Sie liebte es, sie zu zeigen und verbrachte viel Zeit mit ihnen. Das war ihre Freizeit, ihr Stressausgleich, da bin ich mir sicher.
Nach ein paar Jahren beginnen die Durants mit einer Erweiterung ihres Hauses um 500 Quadratmeter. Leider wird es nie fertig. Am späten Sonntagnachmittag sehen Nachbarn eine Rauchfahne über dem Grundstück hochsteigen. Das Feuer wurde von Leuten gemeldet, die 1,5 Kilometer entfernt leben. Das Haus war für Nachbarn nicht einsehbar. Es dauert fast 20 Minuten, bis die Freiwillige Feuerwehr vor Ort ist. Wir kamen zu dem Feuer, als schon alles brannte. Flammen schlugen aus jeder Öffnung, aus Türen und Fenstern. Das bedeutete, dass es schon längere Zeit brannte, bevor wir eintrafen. Derek Duren kommt vom Einkaufen wieder. Als er Roxannes Auto vor dem Haus sieht, befürchtet er das Schlimmste. Derek lief Richtung Feuer, fiel auf die Knie und schrie, dass er seine Frau im Haus vermutet. Es ist furchtbar zu erfahren, dass möglicherweise jemand im Feuer ist. Man will nur rein und sehen, ob er noch lebt. Es dauert fast 3 Stunden, bis das Feuer unter Kontrolle ist. Im Innern befinden sich die verkohlten Überreste von Roxanne. Der Körper war schrecklich verbrannt. Ihre Überreste wogen nur etwas mehr als 15 Kilo. Sie waren so zerstört, dass der Rechtsmediziner die Todesursache nicht feststellen konnte. Da Zahnaufzeichnungen für eine positive Identifikation nicht zur Verfügung stehen, nimmt der Rechtsmediziner DNA. Wir entnahmen Knochenmark und schickten es ins Labor. Dort nahmen sie Proben von den Eltern und bewiesen so ihre Identität per DNA. Roxanne Duren wurde nur 34 Jahre alt. Vom Moment des Verlustes an wird man ängstlich und fürchtet sich. Was alles wie ein schlechter Traum aussah, wurde zu einem Albtraum. Die Ermittler wollen wissen, was den Brand ausgelöst hat. Roxannes Ehemann hat eine mögliche Erklärung. Derek sagte, es sei ein normaler Sonntag gewesen. Sie wären spät aufgestanden und er hätte seiner Frau das Frühstück gemacht. Es war ein Faulenzertag. Im Haus waren aufgrund des Wetters Rohre eingefroren. Derek behauptet, er hätte den Wäschetrockner im Keller angemacht, um die Rohre aufzutauen. Dann sei er zum Einkaufen gefahren. Der Trockner wird mit Propangas betrieben. Propan ist sehr gefährlich. Es ist schwerer als Luft und fällt zu Boden. Viele Menschen haben Verletzungen nach Zwischenfällen erlitten. Aus Routine fragen die Ermittler, ob Derek vom Einkaufen eine Quittung vorlegen kann. Er kann. Die Quittung belegte, dass er tatsächlich am fraglichen Tag in dem Laden gewesen ist. Etwas nachdenklich machen die Ermittler die Kratzspuren in Dereks Gesicht. Er erklärte, das sei beim Aufräumen von Trümmern passiert, die ein Schneesturm über die Straße auf sein Grundstück geblasen hatte. Beim Wegräumen von Ästen hat er sich im Gesicht verletzt. Der leicht entzündliche, propangasbetriebene Wäschetrockner ist nur eine mögliche Brandursache. Eine andere finden die Ermittler in der Garage. Das Batteriekabel von Roxannes Auto ist nicht angeschlossen. Das Auto wurde als möglicher Brandauslöser gesehen, denn durch das Batteriekabel konnte es einen Funken gegeben haben. Und das Haus wird gerade umgebaut. Nur die Wandträger stehen, sodass sich das Feuer einfach ausbreiten kann. Kriminaltechniker haben das beschlagnahmte Fahrzeug untersucht. Sie fanden keinen Hinweis darauf, dass es einen Lichtbogen oder etwas Ähnliches im Fahrzeug gegeben hat und sich von dort ins Haus ausbreitete. Für die Ermittler ist es am wahrscheinlichsten, dass im Trockenraum die Ursache liegt. Und dort finden sie auch etwas Seltsames. Es sind kleine, kugelförmige Materialien nahe dem Wäschetrockner. Sie lagen alle auf einem kleinen Haufen in der Nähe des Brandherdes. Zu Beginn weiß niemand, was es ist und warum es dort ist.
Ich habe 3 Tage darüber nachgedacht. Wir hatten zu der Zeit eine Katze. Als ich ihr Katzenstreu wechselte, fiel mir plötzlich auf, hey, das ist eine Art Katzenstreu. Die Durans haben auch Katzen. Doch ihr Katzenstreubehälter befindet sich nicht in unmittelbarer Nähe des Waschkellers. Detective McKinney beginnt sich zu fragen, warum liegt Katzenstreu in der Nähe des Brandherdes? Ich ging, kaufte eine Packung und nahm sie mit ins Büro. Dann habe ich an meinem Arbeitsplatz gesessen und versucht herauszufinden, warum es am Brandort war. Während McKinney grübelt, sieht ein Kollege das Katzenstreu auf dem Bürotisch stehen. Er kam näher und fragte, ob ich ein Feuer machen wolle. Der Detective ermittelt bei Diebstahlsdelikten und wusste nicht, womit ich gerade beschäftigt war. Ich sagte, warum fragst du mich das? Und dann erklärt der ehemalige Pfadfinder, dass benzingetränktes Katzenstreu ein alter Trick ist, um ein Lagerfeuer zu entzünden. Er wusste das aus einem alten Boys Life Magazin. Eine Überprüfung von Derek Durans Vergangenheit ergibt, dass er in seiner Jugend Pfadfinder gewesen ist und diese Methode, ein Feuer anzuzünden, kennen könnte. Doch den Ermittlern fehlt der Beweis, dass es sich um Brandstiftung handelt. Spürhunde finden weder im Haus Hinweise auf Brandbeschleuniger noch am verbrannten Katzenstreu. Zudem ist nicht bekannt, ob Derek und Roxanne irgendwelche Feinde haben. Und auch ihre Ehe scheint zu funktionieren. Merkwürdig ist dagegen, dass die Pistole der Durans neben der Leiche gefunden worden ist. Die Polizei muss also Mord oder Selbstmord mit in Betracht ziehen. Die Pistole, die neben Roxanne Durans verbrannter Leiche gefunden worden ist, wirft neue Fragen über ihren Tod auf. Der Rechtsmediziner macht von den Leichenresten Röntgenaufnahmen. Doch der Körper ist so stark verbrannt, dass es unmöglich ist, Hinweise auf eine Schussverletzung zu finden. In Roxannes Lungen befinden sich weder Asche noch Ruß. Bei der Obduktion eines Brandopfers achte ich natürlich darauf, ob sich äußere Verletzungen finden, die nicht in Einklang sind mit der Brandeinwirkung. Bei der inneren Besichtigung würden wir dann vornehmlich darauf achten, ob sich in der Luftröhre im Bronchialsystem Rußpartikel finden, die dafür sprechen, dass derjenige geatmet hat, als er in den Brand gekommen ist. Und das Gleiche gilt für den Magen. Wir würden gucken, ob Rußpartikel verschluckt worden sind, was ebenfalls dafür sprechen würde, dass die Person zum Zeitpunkt des Brandes gelebt hat. Im Blut von Roxanne ist nur wenig Kohlenmonoxid nachzuweisen. Finden wir bei einem Brandopfer einen Kohlenmonoxidgehalt von 8% im Blut, so ist dies kein besonders hoher Wert. Wir würden so einen Wert zum Beispiel auch bei einem starken Raucher finden. Werte von 8% oder noch darunter würden eigentlich dafür sprechen, dass das Brandopfer nicht zu Lebzeiten in die Flammen gekommen ist. Damit ist klar, Roxanne hat nicht mehr geatmet, als sie ins Feuer kam. Für mich ist das ein Mord. Es gibt keine vernünftige Erklärung, warum eine gesunde junge Frau tot ist, bevor das Feuer ausbricht. Roxanne hat Blut in ihren Atemwegen. Sie ist aufgrund von Gewalteinwirkung gestorben, denn sie hatte Blut ausgeatmet. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass Leute, die Blut spucken, schwere Verletzungen an Kopf oder Gesicht haben. Ihre letzten Atemzüge transportierten Blut und nicht Luft. Roxanne Duran starb nicht im Feuer. Jemand hat sie getötet. Wodurch ist das Feuer ausgebrochen? Die Ermittler wenden sich wieder dem mit Propangas angetriebenen Wäschetrockner zu. Derek Duran behauptet, dass durch ihn das Feuer verursacht worden ist. Er hatte ihn vor dem Verlassen des Hauses angemacht. Dann entdecken die Ermittler, dass die Propangasleitung gar nicht am Trockner angeschlossen ist. Hat die Feuerwehr ihn beim Löschen abgerissen? Feuerwehrleute machen sich keine Gedanken darüber, ob sie Beweise zerstören. Sie sind dazu da, Feuer zu löschen und Menschenleben zu retten.
Da der nicht angeschlossene Schlauch ein Metallgewinde hat, ist Bruce Wong davon überzeugt, dass er nicht durch die Löscharbeiten abgerissen wurde. Wenn das eingedrehte Gewinde gewaltsam abgemacht worden ist, muss es heruntergerissen worden sein. Das Gewinde zeigte diese Spuren aber nicht. Mit einem speziellen Mikroskop findet Wong dennoch etwas Auffälliges an dem Gewinde. Es hat oxidiert. Diese Entdeckung verriet mir, dass das Rohr während des Feuers geöffnet war. Nur wenn es ausreichend offen gewesen ist, können solche Ablagerungen überhaupt entstehen. In dem Rohr, auf den oxidierten Stellen, findet Wong zudem noch kleine Schweißerperlen. Die sind entstanden, als die Messinghalterung geschmolzen ist und die kleinen Perlen durch die Luft auf das Anschlussstück gefallen sind. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass das Anschlussstück nicht verbunden gewesen ist. Das weist darauf hin, dass die Verbindung offen gewesen und das Feuer absichtlich gelegt worden ist. Derek hatte mir erzählt, dass der Trockner gelaufen ist. Doch er konnte gar nicht laufen, er war nicht angeschlossen. Das war eine beweisbare Lüge. Jetzt teilen die Brandermittler das Ergebnis ihrer Untersuchungen offiziell mit. Das Feuer im Haus der Durans ist Ursache einer Brandstiftung. Plötzlich passte alles zusammen. Und man konnte sich alles, was passiert war, erklären. Es konnte alles kriminaltechnisch verständlich gemacht werden. Doch was ist das Motiv? Roxannes Familie enthüllt, das Paar hätte Streit um Geld gehabt. Hauptsächlich wegen der Ausgaben für die Pferde. Sie hatten einen Pferdestall gebaut und eine Reithalle. Sie nahmen sogenannte Cutting-Stunden, die $300 pro Stunde kosteten. Die Ermittler erfahren zudem, dass Derek seinen Job demnächst 250 Kilometer entfernt ausüben muss. Das bedeutet, das Traumhaus müsste verkauft werden. Etwas Unvorstellbares für Roxanne. Ich denke, Roxanne hat zu ihm gesagt, Derek, miete dir dort ein Apartment oder kauf etwas und dann kommst du am Wochenende zurück. Ich vermute, meine Schwester wollte nicht umziehen. Ich denke, das hat sie ihm ziemlich deutlich gesagt. Und ihm hat das nicht gefallen. Die Ermittler vermuten, dass Roxannes offener Widerstand zu viel für Derek gewesen ist. Ihr Vorschlag wich zu stark von seinen Vorstellungen von einem perfekten Leben und einer perfekten Ehe ab. In Gesprächen mit Freunden und Kollegen, mit jedem, mit dem ich sprach, ich konnte kein spezielles Motiv herausfinden. Ich kann nur vermuten, dass es daran lag, dass sie begann, selbstständig zu werden. Nach Aussagen ihrer Freunde wurde sie zunehmend unabhängig, was Derek nicht mochte. Derek bekam seinen Willen nicht. Und er tut alles dafür, seinen Willen durchzusetzen. Niemand durfte ihm im Weg stehen. Auch seine Frau nicht. Im Polizeiverhör bestreitet Derek, den Brand gelegt zu haben, und er behauptet, seiner Frau nie etwas angetan zu haben. Der Rechtsmediziner erklärt Roxanne für ermordet, da sie schon tot gewesen ist, bevor das Feuer ausgebrochen ist. Die Todesursache kann er nicht bestimmen. Das Feuer wurde durch Brandstiftung gelegt und Roxannes Ehemann Derek ist der einzige Verdächtige. Auf der Jeans, die er am Tag des Feuers getragen hat, entdecken die Ermittler kleine Flecken. Ich habe ihn gefragt, ob das Blut ist. Er sagte, nein, das ist Dreck. Ein Phenolphthalein-Test beweist, dass Derek Unrecht hat. Es ist Blut. Und ein DNA-Test beweist, es stammt von Roxanne. Für die Polizei passt das. Sie haben Dereks Erklärung bezüglich seiner Kratzer im Gesicht sowieso nie geglaubt.
Ich weiß, wie Kratzer von Gebüschen aussehen, und das waren keine. Das schienen eher welche von Fingernägeln gewesen zu sein. Derek Duren hat in Bezug auf den Ausbruch des Feuers gelogen. Wie die Kratzer in sein Gesicht gekommen sind und wie das Blut auf seine Hose gelangt ist. Mit dem Beweis der Brandstiftung, dem Blut seiner Frau auf der Kleidung und mit den offensichtlichen Fingernägelkratzern im Gesicht wird Derek Duren verhaftet und des Mordes und der Brandstiftung angeklagt. Derek ist überzeugt davon, dass er nicht einen Tag im Gefängnis verbringen wird. Derek Duren dachte, er ist schlauer als alle anderen. Er hat Freunden und Kollegen von Intel E-Mails geschickt, in denen er sie über die Verhandlungen auf dem Laufenden hielt. Er berichtete wie von einem Schachspiel. Und seine Erwartung war, dass er freigesprochen wird. Die Ankläger vermuten, dass Derek und Roxanne am Nachmittag einen Streit haben, der eskaliert. Es werden so heftige Schläge ausgeteilt, dass Roxannes Blut auf Dereks Jeans spritzt. Sie versucht, sich zu verteidigen und kratzt ihm ins Gesicht. Die Ankläger sind sich sicher, dass er sie getötet hat. Wie, ist allerdings unklar. Als er realisiert, dass er den Mord vertuschen muss, entschließt er sich, das Haus niederzubrennen. Als erstes geht er nach draußen und schließt die Propangaszufuhr. Dann trennt er das Rohr vom Trockner und entzündet das Katzenstreu. Wieder draußen öffnet er die Propangaszufuhr. Es entsteht ein Schweißbrennereffekt, durch den höhere Temperaturen erzeugt werden. Sofort werden alle umherstehenden Materialien entzündet. Die Ankläger vermuten, dass Derek einkaufen gegangen ist, um sich ein Alibi zu verschaffen. Doch das deckt nicht komplett die fragliche Zeitspanne ab. Es gab eine Diskrepanz zwischen Derek Durans Zeitablauf und den Quittungen, die er in den verschiedenen Geschäften erhielt. Er konnte 1 bis 1,5 Stunden belegen. Doch er behauptete, es seien 2 Stunden vergangen zwischen Verlassen des Hauses und Wiederkommen. Da das Feuer Roxannes Körper nahezu ganz verbrannt hat, kann niemand die exakte Todesursache bestimmen. Die Geschworenen konnten zum Vorwurf des Mordes kein Urteil finden. Sie hielten Mr. Duren nicht für unschuldig, und dennoch waren sie nicht in der Lage, eine Entscheidung zu fällen. Das ist der Grund, warum Derek nur wegen Brandstiftung und fahrlässiger Tötung verurteilt wird. Seine Strafe beträgt 10 Jahre Gefängnis. Fahrlässige Tötung ist laut Gesetz von Oregon die leichtsinnige Tötung eines anderen Menschen unter Offenbarung einer extremen Gleichgültigkeit gegenüber dem Wert eines Lebens. Hat Derek geglaubt, er kommt damit durch? Absolut ja. Derek hat geglaubt, er ist schlauer als alle anderen. Sein Ego war sehr groß und alle Leute standen unter ihm. Für die Ermittler ist dieser Fall ein Beleg dafür, dass man ein Verbrechen nicht vertuschen kann. Denn es bleiben immer Spuren zurück. Die Leute glauben, wenn sie ein Feuer entfachen, zerstört es alle Beweise ihrer Schuld. Das ist ein Trugschluss. Den lieben wir bei den Leuten. Denn als Ermittler können wir herausfinden, was den Brand ausgelöst hat. Der Brand in diesem Fall war so zerstörerisch, dass ein großer Teil der typischen Beweise, die es normalerweise bei so einem Mordfall gibt, nicht mehr da waren. Aber das Feuer selbst erzeugt Spuren und in diesem speziellen Fall waren der Brandherd und die Brandursache entscheidende Beweise für die Anklage. Am Ende werden sie gefasst. Manchmal dauert es ein bisschen, aber sie werden geschnappt. Dieser Fall beruhte fast ausschließlich auf Kriminaltechnik. Obwohl ich glaube, auch etwas getan zu haben. Doch in Wahrheit hat die Forensik ihn schuldig gesprochen.
Ein Millionär und seine Familie werden in ihrem eigenen Haus exekutiert. Über 3 Jahre bleibt der Fall unaufgeklärt, bis eine 30 Jahre alte Patronenschachtel und einige bunt schillernde Fasern die Wahrheit ans Licht bringen. Das Strandhaus in den Pajaro Dunes im Norden Kaliforniens ist an Wochenenden und in den Ferien die perfekte Rückzugsmöglichkeit für die Familie Ewell. Das Familienoberhaupt Dale ist ein sehr wohlhabender Mann, der sein Geld mit dem Verkauf von Flugzeugen macht. Er war sehr erfolgreich, denn er war kontaktfreudig, sympathisch und überzeugend. Er fuhr raus zu den Ranches und verkaufte den Farmern Flugzeuge. Er landete auf ihren Feldern und brachte ihnen das Fliegen bei. Dale und seine Frau Glee sind seit 31 Jahren glücklich verheiratet. Ihre 24-jährige Tochter Tiffany studiert Buchhaltung. Tiffany ist ein sehr nettes Mädchen. Sie schien in der Schule gut zu sein und jeder mochte sie. Der 21-jährige Sohn Dana studiert an der Universität von Santa Clara. Dana war ein sehr frühreifes Kind, sehr klug, fast zu intelligent. Ich habe gehört, sein Intelligenzquotient ist 165, was extrem hoch ist. Nach den Osterferien in Pajaro Dunes kehren Dale, Glee und Tiffany zu ihrem Haus nach Fresno zurück. Zwei Tage später betritt die Haushälterin der Jules die Villa und ahnt Böses. Die Alarmanlage ist ausgeschaltet, obwohl die Türen verschlossen sind. Im Innern findet sie Dale, Glee und Tiffany. Alle sind erschossen worden. Die Sache, an die ich mich im Mordfall Ewell am stärksten erinnere, ist das Foto von Glee Ewell. Sie lag auf dem Rücken in einem Verschlag. Ihr stand noch im Tod die Angst ins Gesicht geschrieben. Ich habe nie wieder ein Haus gesehen, das bei einem Raub so intensiv durchwühlt worden ist. Bevor ich zum Morddezernat kam, arbeitete ich beim Raub. Schmuck fehlt im Haus und Dale Ewells Brieftasche ist leer. Hinweise auf ein gewalttätiges Eindringen gibt es jedoch nicht. Wie ist da jemand reingekommen, ohne den Alarm auszuschalten? Es hatte weder in der Alarmanlagenfirma noch auf dem Polizeirevier geschellt. Die drei Opfer sind alle mit einer 9mm-Waffe getötet worden, während sie ihr Urlaubsgepäck ins Haus brachten. Das ist tragisch. In der einen Sekunde ist dein Leben noch großartig und eine Sekunde später bist du tot. Dana Ewell hat Glück. Er ist dem Überfall entgangen, da er mit seiner Freundin und deren Familie zum Essen gewesen ist. Er begann, sich mit Monica Zent zu treffen, der Tochter eines FBI-Agenten. Zur Zeit der Morde war er bei ihrer Familie. FBI-Agent John Zent war sein Alibi. Die Ermittler finden im Schlafzimmer eine offene Schachtel mit 9mm Munition. Und sie finden sehr ungewöhnliche Fasern auf den Opfern. Wir fanden einige fluoreszierende Fasern, die in der Dunkelheit unter ultraviolettem Licht leuchteten. Und dann hatten wir noch etwas Gummi, von dem wir aber nichts wussten, außer dass es Gummi war. Auf der Suche nach Verdächtigen prüfen die Ermittler, ob ein Geschäftspartner oder Rivale Dale Ewells Tod wollte. Bevor Dale das Geschäft erwarb, war die Firma in kriminelle Aktivitäten verwickelt. Er hat die Geschäfte vom früheren Besitzer übernommen, der ein bisschen Gesetzesschwierigkeiten wegen Marihuana-Schmuggel hatte. Oder sollte Glee Ewell Ziel des Anschlags sein? Glee Ewell hat für die CIA gearbeitet. Die teilen einem zwar nicht sehr viel mit, doch sie haben bestätigt, dass Glee für sie gearbeitet hat. Der kaltblütige Mord an der Familie Ewell ist in Fresno, Kalifornien ein großes Thema. In Fresno gab es einige große Mordfälle, doch das war der größte des ganzen Jahrhunderts. Die Ermittler vermuten, dass die Ewells am Sonntagabend nach ihrer Rückkehr vom Strandhaus getötet worden sind. Glee und Tiffany Ewell sind vorgefahren und wurden zuerst getötet. Dale Ewell kommt eine halbe Stunde später nach Hause.
Wer auch immer seine Frau und Tochter getötet hat, er ist noch über eine halbe Stunde im Haus geblieben. Warum sind der oder die Mörder noch da geblieben, nachdem schon zwei Personen getötet worden waren? Offensichtlich ist es so abgelaufen. Dale ist in den Hinterkopf geschossen worden, als er das Haus betreten hat. Ich war wie gelähmt, benommen. Ich konnte das weder glauben noch verstehen oder mir gar vorstellen. Alle drei Opfer wurden mit einer 9mm-Waffe getötet. Diese Personen wurden in einen Hinterhalt gelockt. Ein ganz übler Tatort. Man kann das gar nicht beschreiben. Man kann nicht mal sagen, dass die Angreifer geisteskrank gewesen sein müssen. In diesem Fall waren sie einfach nur böse. Dana, der Sohn der Jules, hat ein wasserdichtes Alibi. Und auch alle anderen Personen mit einem Schlüssel zum Haus besitzen eins. Die Ermittler finden im Schlafzimmer der Jules eine Schachtel mit 9mm Munition. Ist das die Munition, die der Mörder benutzt hat? Die Kugeln aus den Leichen sind beim Einschlag beschädigt worden. Doch die Rückseiten der Patronen sind noch intakt. Die Abdrücke auf den Kugeln hatten nichts mit dem Schuss zu tun. Sie müssen bei der Herstellung entstanden sein. Ich hatte so etwas vorher noch nie gesehen. Alan Boudreau nimmt die nicht abgefeuerten Patronen und vergleicht sie mit denen von den Leichen. Die Markierungen sind die gleichen. Diese Patronen, die Tatpatronen, stammten aus der Patronenschachtel. Eine Nummer auf der Schachtel verrät, dass die Patronen 1971 hergestellt worden sind. Und das Preisschild beweist, dass sie in einem örtlichen Laden gekauft worden sind. Die Polizei ruft in dem Laden an und erfährt, dass der Besitzer noch alle seine Quittungen besitzt. Sogar die von vor 30 Jahren. Und die Munitionsquittung, die sie fanden, war auf Dale Ewell ausgestellt. Das ist der Beweis, Dale Ewell und seine Familie sind mit der eigenen Munition getötet worden. Es musste jemand gewesen sein, der einiges über die Familie und die Munition im Schlafzimmer des Vaters wusste. Das heißt, ein Mord mit Insiderwissen. Zudem scheint es, als hätten die Patronen nicht nur den Lauf des Gewehres passiert. Die Patronen sind durch etwas hindurchgeschossen, das sie ungewöhnlich markiert hat. Ein Mündungsfeuerdämpfer oder ein Schalldämpfer, etwas in diese Richtung. Welcher Räuber würde mit einem Schalldämpfer auf der Waffe zum Tatort kommen? Ist es womöglich ein Auftragsmord gewesen? Die forensischen Beweise im Haus der Ewells ergeben ein bizarres Bild davon, wie Dale Ewell, seine Frau und deren 24-jährige Tochter getötet worden sind. Jemand hat einen Hausschlüssel besessen, die Alarmanlage ausgeschaltet und die Morde mit der Munition des Opfers ausgeführt. Es scheint, als sei es ein stümperhafter Raub gewesen. Etwas Geld fehlt und Schmuck. Die einzigen forensischen Beweise sind Patronen und fluoreszierende Fasern. Fluoreszierende Fasern werden in der Regel bei Kleidungsstücken eingesetzt. Sie dienen einmal dazu, das Kleidungsstück heller und ordentlich oder sauberer erscheinen zu lassen. Es ist so, dass durch diese optischen Aufheller ja das ultraviolette Licht in den sichtbaren Wellenlängenbereich übertragen wird und dadurch erscheint ein Kleidungsstück heller respektive sauber. Am Ende der wissenschaftlichen Spurensuche hatte ich relativ wenig zum Arbeiten. Das einzige lebende Familienmitglied, der 21-jährige Sohn Dana, hat ein wasserdichtes Alibi. Er ist mit seiner Freundin und deren Familie zum Essen gewesen. Es gab nie einen Zweifel an seinem Alibi oder wo er war, als seine Eltern am Ostersonntag getötet wurden. Wozu benötigt ein Unschuldiger einen Anwalt, der uns kontaktiert und über den Dana erfährt, was mit seinen Eltern und seiner Schwester passiert ist? Das passt nicht. Zudem hätte Dana Ewell ein eindeutiges Motiv.
Er ist Erbe der elterlichen Immobilien. Dana Yule war kurz davor, $8 Millionen zu erben. Wäre seine Schwester nicht getötet worden, wären es immerhin 4 Millionen gewesen. Dana war ein geschniegeltes Kerlchen. Er ging mit einem $200-T-Shirt und einer $100-Krawatte zur Uni. Er ließ jeden wissen, was sie kosteten. Nach den Morden stellt Dana einige ungewöhnliche Nachfragen. Dana Yule hat im Büro des Coroners angerufen und mich über den Verlauf der Autopsien ausgefragt, was wir gefunden haben und so. Es ist sehr ungewöhnlich, dass nahe Angehörige anrufen und in der Art nach Details fragen, wie er es getan hat. Zudem erfahren die Ermittler, dass Dana Probleme in der Ausbildung hat. Er soll eine Hausarbeit in Geschäftsethik abgeschrieben haben und deshalb durch die Prüfung gefallen sein. Die Ermittler finden heraus, dass Dana ein Einzelgänger ist. Einziger College-Freund ist Joel Radovsich, sein früherer Zimmernachbar. Die Polizei entschließt sich, Joel anzurufen. Das Erste, was Joel sagte, als er von Detective Sousa angerufen wurde, war: Werden Sie mich verhaften? Ziemlich ungewöhnlich, sowas zu sagen. Die Polizei observiert ihn und findet heraus, dass er nie sein Telefon im Apartment benutzt. Stattdessen telefoniert er von einem nahegelegenen Münzapparat. Es waren außen zwei Münztelefone am 7-Eleven-Geschäft angebracht. Er blickte an sich hinunter und wählte eine Nummer. Wir vermuteten, dass er auf einen Pager schaute. Ein verdeckter Ermittler positioniert sich in Hörweite. Ich will keine beschissenen Aktienanteile. Ich will eine 250.000 und zwar sofort. Radovsich verlangt $250.000 und er will einen Tipp, wie er es am besten investieren kann. Joel war in seiner eigenen Welt, so als gäbe es niemand anderen. Sie sprachen nur noch darüber, wie sie ihr Geld anlegen. Anhand der Telefonaufzeichnungen ist nachzuvollziehen, Joel spricht mit Dana Yule. Eine Überprüfung von Joel ergibt, dass er Geld mit vollen Händen ausgibt, ohne einen Job zu haben. Er nahm Hubschrauberflugunterricht am Long Beach Airport. Die Stunde kostete bis zu $500. Keinen Job, keine Einnahmequelle und dennoch gibt er Geld für so etwas aus. Sie fanden Schecks über $5.600 für Joels Stunden, die direkt von Dana ausgestellt worden waren. Eine sehr kuriose Sache. Das stellte eine direkte finanzielle Verbindung zwischen den beiden Verdächtigen her. Zudem hat Joel Radovsich vor dem Mord einige sehr merkwürdige Dinge gekauft. Während der Überwachung von Joel Radovsich fanden die Ermittler heraus, dass er Bücher eines Herausgebers aus Colorado bestellt hatte. Die Bücher hat er dann an einen Mann namens Jack Ponce weitergeleitet. In einem der Bücher wird beschrieben, wie man einen Schalldämpfer baut. Die Überprüfung von Jack Ponce ergibt, dass er ein 23-jähriger Jurastudent und langjähriger Freund von Joel Radovsich ist. Ponce besitzt eine halbautomatische 9mm Waffe. Jack Ponce behauptet, die Waffe gekauft zu haben, um auf seinem Dachspeicher Beutelratten schießen zu können. Die Ermittler fanden die Beutelrattengeschichte allerdings etwas weit hergeholt. Im Polizeiverhör bestreitet Jack Ponce jegliche Beteiligung an den Jules-Morden und behauptet, seine Waffe sei ihm gestohlen worden. Diese Geschichte haben wir schon einige Male in unserer Laufbahn gehört. Die Mordermittlungen sind kompliziert und zeitraubend. 3 Jahre sind seit den Taten bereits vergangen und Dana Yule erzählt jedem, der es hören will, dass die Ermittler John Sousa und Chris Curtis unfähig sind, den Fall zu lösen. Dana Yule nannte uns Ernie und Bert. Er sagte, wir seien nicht schlau genug, um die Mörder seiner Familie zu finden. Ernie und Bert würden nicht einmal in einem Waffengeschäft eine Waffe finden. Und wir wären Polizisten, weil wir keinen anderen Job bekämen. Keine Ahnung, warum er sich so über uns lustig gemacht hat. Es gibt mittlerweile 3 Verdächtige im Fall der Morde an den Jules. Dana, der Sohn der Familie. Sein Zimmernachbar Joel Radovsich und dessen Freund Jack Ponce.
Bei der Durchsuchung von Joel Radovsichs Apartment finden die Ermittler eine Reihe interessanter Dinge. Darunter ein Dutzend Tennisbälle mit Löchern in der Mitte. Ich fand heraus, dass die Farbstoffe, die für diese gelb- und orangefarbenen Tennisbälle benutzt werden, schadstoffgeprüft sind. Die Bälle werden ja auch von Kindern oder Hunden in den Mund genommen. Es war sehr interessant. Ich weiß jetzt alles, was man über Tennisbälle wissen muss. Die Tennisballfasern stimmen mit den Fasern überein, die auf den Mordopfern gefunden worden sind. Tennisbälle werden in der Regel mit zwei verschiedenen Materialien an der Oberfläche ausgerüstet. Zum einen haben wir einen Baumwollanteil, zum anderen aber auch einen erheblichen Kunstfaseranteil. Und man macht es so, dass man diese mit fluoreszierenden Mitteln ausstattet, damit sie besser, auch beim Spiel, besser zu erkennen sind. Für die Ermittler ist jetzt klar, dass die Tennisbälle Bestandteil eines selbstgebauten Schalldämpfers gewesen sind. Jack Ponce wurde in einem Restaurant verhaftet, in dem er arbeitete. Joel wurde in seinem favorisierten Taco Bell-Restaurant festgenommen, in dem er dreimal täglich essen ging. Nur Dana konnte nirgends gefunden werden. Radovsich gesteht nichts. Jack Ponce hingegen fürchtet die Todesstrafe und entscheidet sich zu kooperieren. Er war derjenige von den dreien, der umkippte, wie die Polizei sagen würde. Er war einverstanden, gegen Joel Radovsich und Dana Ewell auszusagen. Ponce hatte den Beamten zunächst erzählt, dass ihm seine 9mm Waffe gestohlen worden ist. Nun gesteht er, dass er sie Joel Radovsich für $500 verkauft hat. Ponce behauptet, Joel hätte die Waffe wenige Tage später zurückgebracht und ihn gebeten, sie zu vernichten. Jack hat erzählt, dass Joel die Familie Ewell ermordet hat. Er beschrieb das Innere des Hauses und den ganzen Ablauf der Ereignisse. Wir wussten das alles, aber es hatte nie in der Zeitung gestanden. Ponce sagt aus, er habe die Waffe zerlegt, mehrere Einzelteile in eine Mülltonne geworfen und den Lauf auf einem unbebauten Grundstück in Los Angeles vergraben. Die Ermittler haben Glück und finden den Lauf dort noch. 3 Jahre war er dort. Glücklicherweise blieb das Grundstück in L.A. während der 3 Jahre unbebaut und wurde weder gepflastert noch betoniert. Löcher sind in den Lauf gebohrt worden. Das stimmt mit der Anleitung aus den Büchern überein, die Joel bestellt hat. Die Ermittler tauchen den Lauf in eine spezielle Lösung, um Dreck und Rost zu entfernen. Dann schrauben sie ihn an ein Gewehr und machen Testschüsse mit der Munition vom Tatort. Auch nach 3 Jahren in der Erde ist das Ergebnis des Tests eindeutig. Sieh da, die Testpatronen sahen den Patronen der Ewells sehr ähnlich. Das war Aufgabe der forensischen Spuren. Es musste bewiesen werden, dass die Waffe bei den Morden benutzt wurde. Für die Ankläger ist unbegreifbar, was passiert ist. Die Beweise belegen aber, dass die Täter Insiderwissen hatten. Dana Ewell will das Geld seiner Eltern, ist aber nicht bereit, auf deren natürlichen Tod zu warten. Und er will nicht mit seiner Schwester teilen. Deshalb engagiert er seinen Zimmernachbarn Joel Radovsich als Mörder. Radovsich entschließt sich für die Morde, ein Sturmgewehr mit einem selbstgebauten Schalldämpfer zu nehmen. Dana gibt Joel den Hausschlüssel, den Alarmcode und verrät ihm, wo sich die 9mm Munition seines Vaters befindet. Um ein Alibi zu haben, trifft Dana sich mit seiner Freundin und deren Vater, einem FBI-Agenten, zum Essen. Als Glee und Tiffany nach Hause kommen, tötet Radovsich die Tochter zuerst. Dann folgt er Glee in einen anderen Raum und erschießt sie dort. Etwa eine halbe Stunde später kommt Dale. Joel erwartet ihn schon. Tennisballfasern vom Tatort,
stimmen mit Fasern aus dem Apartment von Radovsic überein. Die Ankläger vermuten, dass Glee Yule wusste, wer für die Morde verantwortlich ist. Sie kannte Joel und war die einzige der drei, die ihn zu Gesicht bekam. Ich glaube, sie wusste, dass ihr Sohn sie wegen der Immobilie töten lässt. Im Gegenzug zu einer Aussage wird Jack Ponce Straffreiheit gewährt. Dana Yule stellt sich selbst. Im Jahr 1995 werden er und Joel Radovsic des Mordes aus Habgier für schuldig gesprochen. Beide verbüßen seitdem lebenslange Haftstrafen ohne Aussicht auf Bewährung. Ich denke, die Beweise vom Tatort waren in diesem Fall sehr wichtig und geben der Verurteilung Gewicht. Er war ein arroganter junger Mann, extrem arrogant, mit der Meinung, er sei schlau. Ein junger Mann, der dachte, er sei schlauer als ein Haufen gewiefter Polizisten. Wir haben unseren Job nicht nachlässig gemacht. Es hat nur einige Zeit gedauert, um mit Beweisen vor Gericht gehen zu können. Eine wohlhabende Frau stirbt nach einem Treppensturz. War es ein Unfall oder Mord? Die Gesetze der Physik und ein Unfallanalytiker geben die Antwort auf diese Frage. Die Familie Lucas ist in Tyler, Texas, sehr bekannt. Das Familienoberhaupt Baker Lucas besitzt eine erfolgreiche Immobilienfirma, die sich auf den Verkauf von Häusern spezialisiert hat. Ihm gehörten viele Grundstücke und er besaß eine große Immobilienfirma. Er war in der Gesellschaft so angesehen, dass man ihn bat, als Bürgermeister zu kandidieren. Er war einverstanden und war Bürgermeister von 1970 bis 78. Die Familie setzt sich sehr für die Gemeinde ein. Durch ihr großes soziales Engagement wird Betty Lucas zur First Lady von Tyler. Sie war sehr sozial. Sie liebte Partys, gehörte dem Garden Club, einem Literaturverein an. Und ich glaube, sie war eines der ersten Mitglieder der Symphony League. Doch im Jahr 1985 endet das Glück der Familie, als Baker Lucas bei einem Autounfall getötet wird. Das war eine sehr schwierige Zeit für Betty Lucas, denn ihr Mann war ihr Leben. Er war ihre Verbindung zu allem in Tyler. Er tat alles für sie und sie liebte ihn sehr. Sie musste nun ihren eigenen Weg gehen und das war schwer, denn bis dahin hatten sie alles gemeinsam gemacht. Sohn Stephen Lucas übernimmt das Geschäft der Familie. Doch die Dinge sind nicht mehr, wie sie waren. Aus Fairness gegenüber Steve muss man sagen, sein Vater war eine charismatische, angesehene Person. Es war schwer für ihn, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Ich denke, das hat ihn belastet und er versuchte zwar, das Geschäft zu managen, konnte es aber nicht so gut wie Baker. 3 Jahre später gibt es noch mehr schlimme Nachrichten für die Familie. Betty Lucas stürzt die Treppe herunter und wird bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert. Sie kommt nie wieder zu sich. Sie wurde für einen Tag künstlich am Leben gehalten, dann starb sie. Bereits am nächsten Tag wurde sie beerdigt. Alles geschah sehr schnell. Selbst Menschen, die ihr sehr nahe standen, erfuhren von dem Begräbnis in letzter Minute. Niemand sieht die Notwendigkeit einer Autopsie. Niemand hatte erwartet, dass sie auf diese Weise stirbt. Wir hatten schon Pläne für die gemeinsame Zeit im Altenheim gemacht. Es war unfassbar, dass sie gestorben ist. 2 Personen haben den Sturz von Betty Lucas gesehen. Ihr Sohn Steve und seine 20-jährige Tochter Stephanie. Steve sagt, dass seine schwächliche Mutter mit einem Videorekorder die Treppe raufgegangen ist. Er wollte ihr helfen, sie lehnte das aber ab. Das war einer der ersten Videorekorder. Groß und sehr schwer. 14 Kilo ist deutlich schwerer als das, was man heutzutage von Videorekordern normalerweise kennt.
Steve behauptet, oben am Treppengeländer noch einmal versucht zu haben, ihr den Rekorder abzunehmen. Beim Versuch, ihn ihr wegzunehmen, schreckte sie zurück. Durch die Bewegung beim Zurückschrecken ist sie über das Treppengeländer gefallen. Sie landet im unteren Teil der Treppe und rutscht zu Boden. Der Videorekorder hat eine Kerbe hinterlassen und die Farbe an der Wand verkratzt. Nach Bettys Beerdigung wenden sich die Rettungskräfte an die Polizei. Sie behaupten, Steve Lucas hätte sich beim Eintreffen der Ambulanz merkwürdig verhalten. Sie sagten aus, dass Steven draußen gestanden hat und nicht drinnen bei seiner Mutter gewesen ist. Miss Lucas lag im Flur und starb dort allein. Wir erhielten im Polizeipräsidium mehrere anonyme Anrufe, in denen wir aufgefordert wurden, den Tod von Betty Lucas zu untersuchen. Es sei kein Unfall, sondern Mord gewesen. Und so entscheiden die Ermittler, sich den Fall Betty Lucas etwas näher anzuschauen. Steve Baker beschreibt den Sturz als einen Unfall. Doch nicht jeder in der Gemeinde glaubt ihm das. Ein Anrufer forderte, dass wir uns den Fall sehr genau ansehen. Die Person war ein Freund der Familie Lucas und vermutete, dass Steve seine Mutter getötet hatte. Da es keine Autopsie gegeben hat, stellen die Ermittler einen Antrag ans Gericht, um Bettys Leiche exhumieren zu dürfen. Die Tatsache, dass sie exhumierten, war schwer zu ertragen. Dennoch waren wir froh, dass sie es taten, damit herauskommt, was passiert ist. In der Stadt gab es sehr schnell zwei Lager. Das eine glaubte, da Steve ein reicher Mann ist, kommt er davon. Das andere Lager hielt es für undenkbar, dass jemand aus dieser sozialen Schicht verfolgt wird. Der Rechtsmediziner findet an Bettys Hinterkopf 6 sichelförmige Verletzungen. Nichts an oder in der Nähe der Stufen hätte diese Wunden verursachen können. Toxikologische Tests auf Alkohol und Drogen sind negativ, doch Röntgenaufnahmen des Körpers bringen weitere Überraschungen hervor. Sie fanden heraus, dass die 66-jährige Frau keine Knochenbrüche hatte. Es gab am Rest des Körpers auch keine größeren Abschürfungen. Das ist sehr verdächtig bei einem Sturz von einer Treppe. Niemand kannte die tatsächliche Tatwaffe. Einer der Rechtsmediziner spekulierte, dass es ein Kerzenständer gewesen sein könnte. Der Fuß eines Kerzenständers hätte die Form, die zu den kurvenförmigen Verletzungen an ihrem Kopf passen würde. Zudem finden die Ermittler ähnliche Einkerbungen am Geländer der Treppe zwischen der 7. und 9. Stufe. Kriminaltechniker untersuchen 2 Kerzenständer aus dem Haus der Familie Lucas. Einer hat eine Delle. Blut kann aber nicht an ihm gefunden werden. Zudem erstaunt die Ermittler, dass auch am Unfallort kein Blut zu finden ist. 3 von uns sind auf Händen und Füßen mit Laserlicht die ersten Stufen der Treppe rauf und runter und haben nach Blut und Fasern gesucht. Auch auf dem Teppich und dem Pfosten am Geländer haben wir geschaut, ob etwas nicht stimmt. Doch sie finden nichts und erfahren auch bald warum. Mitglieder des Rettungsteams sagen aus, dass Bettys Enkelin Stephanie zusammen mit einer Nachbarin das Blut im Foyer aufgewischt hat. Und Nachbarn behaupten, Steve hätte dabei geholfen. Kurz nachdem die Leiche abtransportiert war, haben Nachbarn sein feuchtes T-Shirt gesehen. Die Brustgegend war nass. Die Ermittler sprühen Leukomalachit grün in den Flur und entdecken so eine 1 Meter große Stelle, von der Blut gewaschen worden ist. Dann haben wir Stephanie, die Tochter, interviewt, die auch im Haus gewesen ist. Ihre Geschichte passte hinsichtlich des Kampfortes nicht mit seiner zusammen. Die Dinge fingen an, sich zu addieren. Etwas stimmte nicht. Doch wenn Betty ermordet worden ist, was war das Motiv? Laut Aussagen von Freunden kamen Betty und ihr Sohn Steve nicht miteinander aus. Wir fanden heraus, dass Betty sich für Steve schämte, da er nicht erreichen konnte, was Baker erreicht hatte.
Und Steve mochte seine Mutter nicht. Er lästerte über sie und machte sich über ihren Kleidergeschmack lustig, was sie wiederum nicht mochte. Zudem haben die beiden finanzielle Auseinandersetzungen. Steve hat sich von seiner Mutter eine $500,000 geliehen, bemüht sich aber nicht, sie zurückzuzahlen. Bettys Friseurin Patsy Denman hat den Beamten erzählt, dass Betty kurz vor dem Mord nicht überzeugt war von den Fähigkeiten ihres Sohnes in Bezug auf Beruf und Repräsentation der Familie. Sie wollte ihn aus ihrem Testament streichen und hat ihm das auch gesagt. Doch Betty stirbt, noch bevor sie ihren letzten Willen ändern kann. Und so werden Steve und seine Familie die Begünstigten von Immobilien im Wert von $4 Millionen. Die Ermittler stehen vor einem Dilemma. Der Sohn des Opfers und seine Tochter behaupten, Bettys Tod sei ein Unfall gewesen. Die bisherigen Indizien sagen aber etwas anderes aus. Das Schwierige an dem Fall ist, dass die zwei Zeugen Gründe hätten zu lügen. Und niemand außer der forensischen Wissenschaft unterstützt die Vermutung, dass es Mord und kein Unfall war. Das Problem der Ermittler ist also, sie haben nicht genug forensische Beweise. Um herauszufinden, was Betty Lucas zugestoßen ist, bittet die Polizei Unfallanalytiker Alan Weckerling, die Gegebenheiten vom Tatort mit den Aussagen der Zeugen abzugleichen. Steve Lucas, der Sohn des Opfers, und seine Tochter Stephanie geben zum Unfallhergang identische Informationen. Demnach ist Betty die Treppe mit einem Videorekorder hochgestiegen, während Steve versucht hat, ihr zu helfen. Oben angekommen, lehnt Betty die Hilfe nochmals ab, dreht sich weg, verliert das Gleichgewicht und fällt über das Geländer. Sie landet auf den unteren Treppenstufen. Weckerling findet an der Stelle eine Delle im Handlauf, von der Steve behauptet, dass dort der Videorekorder eingeschlagen ist. Doch es gibt Unstimmigkeiten. Ich hatte ein Stück Holz und einen Videorekorder. Wir haben das nach Dallas mitgenommen und unter einem Doppelmikroskop untersucht. Mit Großaufnahmen konnte ich beweisen, dass die Delle von unten nach oben verlief. So fanden wir den Verlauf der Krafteinwirkung heraus. Das heißt, wäre der Videorekorder die Treppe heruntergeflogen, wie Steve behauptet, hätte die Delle nach unten verlaufen müssen und nicht aufwärts. Weckerling wundert sich zudem über die Gegebenheiten im ersten Stock, dort, wo der Unfall stattgefunden haben soll. Steve und Stephanie behaupten, Betty sei über das 1 Meter hohe Geländer gefallen. Doch Betty selbst ist nur 1,67 Meter groß. Das Geländer befindet sich also über ihrer Taille und ist höher als ihr Körperschwerpunkt. Der Schwerpunkt ist in diesem Fall wichtig, denn weder ein menschlicher noch ein anderer physikalischer Körper stürzt über etwas, ohne dass sein Schwerpunkt oberhalb davon ist. Dazu kommt, dass Betty nicht steil nach unten in den 1 Meter großen Zwischenraum gefallen ist, sondern ihn überquerte und auf den Stufen landete. Und sie kam in einem so weiten Bogen heruntergestürzt, dass sie das Treppengeländer nicht zerstörte. Aufgrund der Gesetze der Physik wird ein Objekt von der Erde angezogen. Das heißt, das Objekt fällt direkt zu Boden in vertikaler Richtung. Das bedeutet, wenn Betty über den 1 Meter breiten Freiraum geflogen ist, müssen sie und der Videorekorder eine Geschwindigkeit von über 10 Metern pro Sekunde gehabt haben. Sie war kleiner als das Geländer. Um so über das Geländer kommen zu können, hätte sie springen müssen. Der Landepunkt und die Bewegungen des fallenden Körpers passten nicht zusammen. Zudem glauben Freunde nicht, dass Betty den Videorekorder selbstständig in den ersten Stock getragen hat. Es gab viele Leute, die behaupteten, dass Betty niemals einen Videorekorder getragen hätte.
Sie hätte nicht einmal ein zu schweres Portemonnaie getragen. Wir wussten also, dass es unwahrscheinlich war, dass sie etwas getragen hatte. Das war zu schwer. Das war eine unsinnige Theorie und viele Frauen werden das nachvollziehen können. Betty trug ein langes Nachthemd, nahm den Videorekorder und marschierte die Treppe hoch. Jede Frau weiß, dass man sich aufs Nachthemd tritt und auf die Nase fällt, wenn man mit einem Videorekorder in der Hand Stufen steigt. Neben all diesen Ungereimtheiten beschäftigt die Ermittler jedoch am meisten die Kerbe an der Seite der Treppe, an der der Videorekorder eingeschlagen sein soll. Die Kerbe verläuft von unten nach oben. Das beweist, dass sie absichtlich dorthin gemacht worden ist. Das widerlegte die Aussage von Steve Lucas und seinen Verteidigern, dass der Videorekorder irgendwie über das Geländer gefallen ist und es beschädigt hat. Das konnte nicht sein. Im April 1991 wird Steve Lucas festgenommen und des Mordes angeklagt. Aus Mangel an Beweisen verzichtet das Geschworenengericht auf eine Anklage gegen seine Tochter Stephanie. Keine Ahnung, ob Stephanie den Mord beobachtet hat, ob sie beteiligt war oder einfach zu der Zeit nicht im Raum gewesen ist. Bleibt die Frage, haben die Ankläger genug Beweise, um die Geschworenen von Steves Schuld zu überzeugen? Klar ist, dass Steve in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten steckt. Er hat sich von Banken und Freunden fast eine halbe Million Dollar geliehen. Er hat sich von Freunden der Familie Geld geliehen und es nicht zurückgezahlt. Banken drohten ihn zu pfänden. Er näherte sich der kompletten Verzweiflung. Alles brach zusammen. Die Ankläger finden Zeugen, die aussagen, dass Betty von Steves Problemen wusste und plante, ihn aus ihrem Testament zu streichen. Am Tag des Mordes geht Steve mit seiner Tochter Stephanie zu Betty Lucas, um ihr ihren Videorekorder zurückzubringen. Die Ankläger glauben nicht, dass Betty versucht hat, ihn die Treppe hochzutragen. Stattdessen hat es wohl eine Auseinandersetzung gegeben, möglicherweise um Geld. Als Betty dann beginnt, die Treppe hochzugehen, verliert Steve die Kontrolle über sich, greift nach einem Gegenstand und schlägt seiner Mutter 6-mal auf den Kopf. Einige der Schläge verfehlen das Ziel und landen auf dem Handlauf des Geländers. Steve wischt das Blut von der Tatwaffe, reinigt seine Kleidung und versucht dann, den Tatort zu inszenieren. Um seine Geschichte zu unterstreichen, macht er eine tiefe Kerbe in den Handlauf. Er dachte, er hätte es geschafft. Er glaubte nicht, dass jemand kommen und sich die Markierungen an der Wand ansehen würde und behauptet, dass sie richtungsverkehrt laufen. Die Verteidigung präsentiert eine Animation, in der dargestellt wird, dass es theoretisch doch möglich ist, in der Art und Weise über ein Geländer zu fallen, wie Steve Lucas es beschrieben hat. Es gibt in diesem Fall noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Wie kommen ihr Körper und der schwere Videorekorder über das Geländer? Ich vermute, sie hätte den Videorekorder etwas tiefer getragen, hätte ihn und ihren Körper also nach oben bringen müssen. Und wenn es sogar heißt, der Videorekorder hätte sie über das Geländer gezogen, muss er zudem noch sehr stark beschleunigt worden sein. Beide Experten der Anklage sind überzeugt davon, dass Betty Lucas das Geländer beschädigt hätte, wäre sie auf diese Art gefallen. Doch das Geländer ist an der rechten Seite unbeschädigt. Die fehlende Beschädigung des Geländers vermittelte mir den Eindruck, als wäre die Geschichte der Verteidigung nicht wasserdicht, nicht ganz wahr. Die Physik unterstützte sie auf jeden Fall nicht. Überraschenderweise können sich die Geschworenen auch nach einer Woche Beratung nicht auf ein Urteil einigen. Der erste Prozess blieb ohne Urteil, denn bei den Geschworenen standen 8-4. Die Staatsanwälte geben nicht auf. Steve Lucas wird 3 Jahre später noch einmal angeklagt. Dieses Mal legen die Ankläger mehr Wert auf die forensischen Beweise. Sie unterstreichen die Wichtigkeit der Delle im Handlauf und wollen so belegen, dass der Tatort inszeniert worden ist. Man muss das Geländer sehen, um zu verstehen, wie wichtig die Delle in Steves Geschichte ist.
Ich denke, es war entscheidend, das Treppengeländer bei der zweiten Verhandlung im Gerichtssaal gehabt zu haben. Das erlaubte den Geschworenen, sich ein Bild vom Videorekorder und dessen Weg zu machen. So wie Steve ihn beschrieben hatte. Dann präsentieren die Ankläger einen Experten, der die Ergebnisse des Rechtsmediziners bestätigt. Die Erkenntnisse, die der Rechtsmediziner in seinem Bericht geschrieben hatte, wurden durch Dr. Charles White von der Universität Texas bestätigt. Er ist dort Direktor des Neuropathologischen Instituts. Als er sich die forensischen Beweise angesehen hatte, war für ihn eindeutig, dass es Mord gewesen ist. Steve Lucas betritt den Zeugenstand zu seiner eigenen Verteidigung, kann die Geschworenen aber nicht überzeugen. Wenn man mit hoher wissenschaftlicher und forensischer Wahrscheinlichkeit sagen kann, nein, diese Einkerbungen wurden absichtlich aus dieser Richtung gemacht, dann hat der Verdächtige keine guten Argumente mehr. Your suspect no longer has a leg to stand on. Im November 1994 wird Steve Lucas des Mordes an seiner Mutter für schuldig befunden und zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich habe beide Prozesse besucht und alle Beweise gehört. Die Kriminaltechnik hat in diesem Fall den Unterschied gemacht. Die Verteidigung konnte keinen logischen Grund oder Beweis präsentieren, der die Kriminaltechnik widerlegte. Steve Lucas hat eine Geschichte um den Tod seiner Mutter erfunden und versucht, sie den Geschworenen als wahr zu verkaufen. Doch die Kriminaltechnik hat sie entlarvt und herausgefunden, dass Betty Lucas von ihrem eigenen Sohn ermordet worden ist. Ohne die Wissenschaft hätte es einen Freispruch gegeben. Hätte es keine objektiven Beweise gegen Steves Geschichte gegeben, die Geschworenen hätten sich sehr schwer getan, ihn zu verurteilen. Die Kriminaltechnik war der Schlüssel in diesem Fall. Die Wissenschaft der Physik und die Kriminaltechnik waren sein Niedergang. Zwei Frauen werden im selben Park ermordet. Die Polizei von Indiana fürchtet, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hat, bis die forensischen Beweise sie in zwei unterschiedliche Richtungen führen. Es ist kurz nach Mitternacht, als ein Polizist in Franklin, Indiana, ein verlassenes Fahrzeug vor einem Stoppschild entdeckt. Es hat Licht an, der Motor ist aus. Die Autoschlüssel und ein Portemonnaie liegen auf dem Beifahrersitz. Grundsätzlich schließen die Leute ab und nehmen ihre Sachen mit, wenn sie ihre Fahrzeuge verlassen. Er war besorgt, dass irgendetwas nicht stimmte. Das Fahrzeug gehört der 18-jährigen Kenny Eckert. In der näheren Umgebung gibt es keine Hinweise auf ihren Verbleib. Ich ging wie immer ins Bett. Dann bekam ich morgens zwischen 2 und 2.30 Uhr einen Anruf von der Polizei aus Franklin. Sie erzählten mir, dass sie Kellys Auto gefunden hätten. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmt. Sie hätte ihr Auto nie stehen lassen. Mrs. Sutton erzählt der Polizei, dass Kelly bei Walmart arbeitet und sich höchstwahrscheinlich auf dem Heimweg befunden hat. Ich dachte zuerst, ihr Auto sei liegen geblieben und sie wäre Hilfe holen gegangen. In meinen wildesten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ihr etwas Schreckliches zugestoßen ist. Die Polizei findet einen frischen Kratzer an der hinteren Stoßstange. Ist Kelly vielleicht absichtlich gerammt worden, um sie aus dem Fahrzeug zu bekommen? Wir lassen nichts unversucht und hoffen, dass sie noch lebt. Wir hoffen, dass sie einfach gegangen ist und bald nach Hause kommt. Doch als Polizisten müssen wir uns natürlich auch mit dem schlimmsten Szenario befassen. 4 Tage suchen Freiwillige mit der Polizei die Gegend ab. Die Familie hält eine Mahnwache ab und betet für Kellys sichere Heimkehr. Wir sind wie gelähmt, geschockt und besorgt. Wir haben aber auch Hoffnung. Ah!
Dann kommt die Nachricht, die Eltern niemals hören wollen. Zwei Frauen finden beim Spaziergang Kellys Leiche. Sie liegt am Fuße eines Abhangs. Ihre Schuhe waren nicht da und ihr Schmuck fehlte. Die Position ihres Körpers, die ihrer Arme und ihres Rumpfes, ließen darauf schließen, dass sie dorthin geworfen worden war. Ich brauchte etwas, um ihr näher zu sein. Und deshalb brachten sie mir aus ihrem Auto den Troddel von ihrem Abschlusshut. Ich habe ihn lange mit mir herumgetragen. Ich brauchte etwas Persönliches von ihr, ganz nah. Der Rechtsmediziner stellt fest, dass Kelly Eckert zu Tode stranguliert worden ist. Drei Gegenstände waren um ihren Hals gebunden. Eine goldkolorierte Metallkette, der weiße Schnürsenkel eines Sportschuhs und der Träger einer Latzhose. Die Autopsie ergibt zudem, dass Kelly sexuell missbraucht und beschossen worden ist. Sie hatte eine Wunde rechts vorne am Kopf. Eine Wunde wie bei einem Einschuss. Das Geschoss ist jedoch nicht aus Blei, sondern aus Wachs. Ähnliches kenne ich nur von einer Elektroschockwaffe, wie sie im Schlachthof verwendet wird. Die Tiere werden damit am Kopf betäubt, bevor sie geschlachtet werden. Wir vermuteten, dass er ihr Auto angefahren hat, um sie zu stoppen und aus dem Auto zu bekommen. Dann hat er sie irgendwie bewegungsunfähig gemacht. Vermutlich hat er sie beschossen. Oder vielleicht hat er sie auch mit vorgehaltener Waffe in sein Auto gezwungen. Auf Kellys Kleidung finden die Ermittler weiße und grüne trilobale Fasern. Trilobale Fasern lassen sich in Teppichen sehr schnell und sehr gut erkennen. Zum einen sind sie relativ breit gegenüber den Textilfasern aus Kleidungsstücken. Zum anderen ist die trilobale Form, also dieser sternförmige Querschnitt, in der Regel nur bei Teppichfasern gegeben. Das merkt man bei Autoteppichen, aber auch bei Auslegewaren in Räumen. Möglicherweise ist Kelly in etwas Weißes eingewickelt und in einem Auto mit olivgrünem Teppich transportiert worden. In Teppichen werden verschiedene Fasertypen verarbeitet. Zum einen natürliche Fasern wie Schafwolle oder auch Baumwolle, zum anderen aber auch Kunstfasern. Und diese Kunstfasern sind in der Regel sehr breit und dadurch auch auffällig und haben in der Regel verschiedene Querschnitte. Es kommen sowohl flache vor, es kommen trilobale vor, die einen sternförmigen Querschnitt haben. Diese sind, gerade die letzteren, besonders auffällig. Führen diese Informationen auf die Spur des Mörders? Kelly Eckert war Mitglied der National Honor Society und bekam ein Stipendium für das College. Sie schaute in eine rosige Zukunft. Das Leben wurde ihr zu früh genommen. Sie war zu gut für dieses Schicksal. Ich habe in meiner Karriere in vielen Mordfällen ermittelt. Dieser ging so ans Herz, weil es sich um ein junges Mädchen handelte, das gerade am Anfang stand. Sie begann ihre College-Ausbildung, der Beginn eines ausgefüllten und fröhlichen Lebens. Ohne Grund ist es ihr genommen worden. Das schmerzt. Kellys Leiche wird 4 Tage nach ihrem Verschwinden in einem Graben gefunden. Doch wann ist sie getötet worden? Dr. Neil Haskell ist forensischer Entomologe und findet eine Fliegenlarve auf der Leiche. Sie stammt von der Green Bottle Schmeißfliege. Im angloamerikanischen Raum gibt es eine Fliege, die eine frühe Leichenbesiedlerin ist. Die heißt dort Green Bottle, also so wie grüne Flasche. Das bezieht sich darauf, dass es eine Schmeißfliege ist, die einen metallisch-grünen Glanz hat. Diese Tiere fliegen sehr, sehr früh als schwangere Weibchen die Leiche an, riechen die Leiche oder sehen die Leiche auch und legen dann kleine Eipakete ab. Ist also eine typische Leichenerstbesiedlerin, besonders dann, wenn es eher warm und eher sonnig ist. Ihr Wachstum ist schnell und gleichmäßig. Somit kann anhand ihrer Länge die Todeszeit bestimmt werden.
Aus den Eiern, die Schmeißfliegen ablegen, schlüpfen kleine Larven, die man bei Fliegen eben Maden nennt. Je älter diese Tiere sind, umso länger müssen sie in diesem Fall auf der Leiche gelebt haben. Man kann die Tiere also wie kleine Stoppuhren benutzen. Je größer das Tier ist oder je älter das Tier ist, umso länger war es auf der Leiche. Wenn man die Temperaturen kennt, die da geherrscht haben, kann man also wirklich eine Tabelle nachschlagen. Bei dieser und jener Temperatur braucht diese und jene Made genau so und so lang, um sich bis zu diesem Stadium zu entwickeln. Und dann hat man im Grunde genommen eine Eiablagezeit. Seit diesem Zeitpunkt ist die Leiche also besiedelt worden. Dr. Haskell glaubt, dass Kelly bereits in der Nacht ihres Verschwindens ermordet worden ist. Schmeißfliegen sind in der Nacht nicht aktiv. Sie könnte also in der Nacht vom 26. auf den 27. getötet worden sein. Sie war definitiv nach Sonnenuntergang tot. Die Polizei spricht mit jedem, der Kelly Eckert am Abend ihres Verschwindens gesehen hat. Laut Aussage ihres Chefs hat Kelly die Walmart-Filiale um 22 Uhr verlassen und sich mit ihrem Freund Anthony und dessen Mutter getroffen. Die drei haben zusammen bis 23.15 Uhr eingekauft, ehe sie sich dann getrennt haben. Der letzte, der Kelly Eckert lebend gesehen hatte, war ihr Freund Anthony Evans. Wir wussten, wenn ihr etwas zugestoßen ist, konnte es eher ein Bekannter als ein Unbekannter gewesen sein. Er war ein Verdächtiger und sie haben ihn über längere Zeit beobachtet. Doch Anthony behauptet, er hätte Kelly später nicht mehr gesehen und sagt, er wäre auf seinem Weg nach Hause noch in einem kleinen Laden vorbeigefahren. Er hatte eine Quittung, mit der wir in den Laden gingen und Zeugenbefragungen durchführten. Doch wir fanden niemanden, der sagen konnte, ja, ich habe ihn gesehen. Aber die Quittung hatte er immerhin. Ohne konkrete Spur wendet sich die Polizei mit dem Hinweis an die Öffentlichkeit, dass die Turnschuhe des Opfers nicht gefunden wurden. Ihre Tennisschuhe waren aus Leder, Größe 7,5, und sie waren weiß. Wir haben eine exakte Kopie aus einem Geschäft in Ohio bekommen. Über die Medien haben wir versucht herauszufinden, ob jemand den Aufenthaltsort der Schuhe kennt. 3 Wochen später meldet sich ein Anrufer bei der Polizei und behauptet, ein paar weiße Turnschuhe in einem Toilettenhäuschen im Attenbury Wildlife Gehege gesehen zu haben. Sie stimmten mit der Beschreibung von Kellys Mutter überein. Sie hatten die gleiche Größe und an einem der Tennisschuhe fehlte der Schnürsenkel. Da der Mörder einen Schnürsenkel benutzt hat, sind die Ermittler davon überzeugt, dass die Sportschuhe Kelly gehören. Daraufhin suchen sie das Wildgehege auf weitere Hinweise ab. Uns wurde klar, dass da draußen irgendwo das Verbrechen stattgefunden hatte. War das vielleicht sogar unser Tatort? Der Park ist mehr als 133 Quadratkilometer groß und deshalb finden sie nichts. Eine Woche später erfahren die Ermittler von einem weiteren Mord. Ich erhielt einen Anruf von einem Polizeibeamten, der mich informierte, dass die Leiche einer jungen Frau im Attenbury Fish and Wildlife Gehege gefunden worden war. Die Gegend, in der Kellys Schuhe waren. Das Opfer ist die 26-jährige Sharon Myers. Sie ist ebenfalls zu Tode stranguliert worden. Die Fälle ähneln sich auf erschreckende Weise. Beide waren junge Frauen und beide starben durch Strangulation. Doch außer der Todesursache können die Ermittler zwischen den Opfern keine Verbindung herstellen. Dennoch müssen sie nun eine erschreckende Möglichkeit mit in ihre Überlegungen einbeziehen. Womöglich geht ein Serienmörder um. Die Polizei von Indiana hat 2 ungelöste Mordfälle. Die Opfer sind Kelly Eckert und Sharon Myers. Zuerst scheint es, als gäbe es zwischen den Verbrechen eine Verbindung. Beide wurden innerhalb eines Radius von 30 bis 40 Kilometer getötet. Es ist sehr ungewöhnlich, in so kurzer Distanz Morde an 2 jungen Frauen zu haben, ohne dass sie in Verbindung stehen. Sharon Myers Kollege Jason Hubble kommt in den Fokus der Ermittler, weil er einen Streit mit Sharon gehabt hat. Hubble wird später tatsächlich überführt und verurteilt. Doch eine Verbindung Hubbles zum Mord an Kelly Eckert lässt sich nicht herstellen. Jason Hubbles DNA passte nicht zur DNA des Mörders. Erneut ruft die Polizei die Öffentlichkeit auf und erhofft sich von ihr neue Impulse.
Tatsächlich gehen über 800 Hinweise ein. Die meisten sind wertlos, aber nicht alle. Wir bekamen einen Hinweis auf einen Mann, der zum Zeitpunkt, als Kelly Eckert verschwand, länger in seinem Pickup-Truck auf dem Parkplatz des Walmart saß und wartete. Auf diesem Parkplatz wurde Kelly Eckert zuletzt lebend gesehen. Zeugen behaupten, den Mann dort des Öfteren gesehen zu haben. Gibt es tatsächlich eine Verbindung zum Mord an der jungen Frau? Sie haben ihn zu einem kastanienbraunen Fahrzeug gehen sehen. Zuerst dachten sie, er wollte in das Auto einbrechen. Dann stellte sich heraus, dass es Kellys Fahrzeug war, das er sich näher anschaute. Die Ermittler überwachen von jetzt ab den Parkplatz und können den Mann aufstöbern. Sein Name ist Jeff Wagner, ein Bauarbeiter, der mitten in seiner Scheidung steckt. Er hat keine Vorstrafen. Die Polizei fragt Wagner, warum er so viel Zeit bei Walmart verbringt. Mr. Wagner antwortete, um Frauen zu beobachten und zu treffen. Er fuhr mehrmals dorthin, oft dreimal pro Woche. Wagner behauptet, nichts über das Verschwinden von Kelly Eckert zu wissen und gibt bereitwillig eine DNA-Probe ab. Jeffrey Wagners Proben stimmten nicht mit denen von Kellys Leiche überein. Dann bekommt die Polizei einen anonymen Hinweis. Ein Mann namens Scott Overstreet soll etwas über den Mord an Kelly Eckert wissen. Wir haben Scott Overstreet ausfindig gemacht und ihn mit aufs Polizeirevier genommen. Scott Overstreet ist polizeilich nicht registriert und behauptet, auch nichts über den Mörder von Kelly Eckert zu wissen. Doch mit zunehmender Dauer der Befragung ändert er seine Aussage. Scott gibt an, sein Bruder Michael hätte ihn gebeten, ihn und seinen Van in das Attenbury Wildlife-Gehege zu fahren. Während der Fahrt hätte er auf der Rückbank unter einer Decke eine bewusstlose Frau entdeckt. Er hatte seinen Bruder gebeten, die junge Frau nicht zu verletzen. Und sein Bruder hatte geantwortet, keine Sorge, ich will sie hier nur loswerden. Scott behauptet, seinen Bruder allein gelassen und die Frau nie wieder gesehen zu haben. Scott führt die Polizei ins Wildlife-Gehege. Dort finden die Beamten Hinweise darauf, dass Kelly Eckert die junge Frau im Van von Michael Overstreet gewesen ist. Kellys Pager war einer der ersten Gegenstände, die wir fanden. Dann fanden wir ihren restlichen Schmuck. Und von da ab wussten wir, dass dies der Tatort war. Michael Overstreet ist Fabrikarbeiter, verheiratet, hat 5 Kinder. Er hat keine kriminelle Vergangenheit. Er war kurz bei der Navy, doch nach nur einem Monat wurde er wegen psychischer Probleme ausgemustert. Während des polizeilichen Verhörs bestreitet er alles. Er konnte kein Alibi vorweisen und sagte, ich weiß nicht, wer es war und habe auch nichts damit zu tun. In Michael Overstreets Haus finden die Beamten ein Gewehr Kaliber .22 und mehrere Patronen. Ungewöhnliche, denn ihr Inhalt ist aus Wachs. Das Blei ist aus den Hülsen gezogen worden und durch das Wachs ersetzt worden. Diese Patronen passen zur Kopfverletzung von Kelly Eckert. Die Ermittler finden in Overstreets Haus auch eine weiße Decke und sie entnehmen grüne Teppichfasern aus seinem Van. Die grünen Fasern sind aus Nylon und haben eine trilobale Form. Optisch stimmen sie mit den Fasern von Kelly Eckerts Kleidung überein. Und auch die weißen Fasern von der Decke stimmen mit den gefundenen Fasern von der Leiche überein. Der refraktive Index der Fasern wird bestimmt. Das heißt, wie viel Licht kann die Faser passieren? Ein refraktiver Index der Faser beinhaltet die Brechungsindizes einer Faser. Und zwar entstehen die dadurch, dass die Fasern bei oder nach der Herstellung nochmal gestreckt, so gezogen wird. Und das wirkt sich auf die Verstreckung der Moleküle in der Faser aus und dadurch bilden sich
zwei Brechungsindizes der Faser aus, und zwar einmal in Längsrichtung der Faser und einmal in Querrichtung. Und diese Brechungsindizes lassen sich im polarisierten Licht auch quantitativ bestimmen. Sie sind eine Materialkonstante für diese Faser. Die Ergebnisse unterstützen die Vermutung, dass Michael Overstreet der Mörder ist. Am Ende meiner Untersuchung stellte ich fest, dass die Fasern, die ich von Kelly Eckerts Overall hatte, von der Decke und die grünen Teppichfasern aus Overstreets Van stammten. Als wir erfuhren, dass es eine Übereinstimmung bei den Fasern gibt, waren wir sehr erfreut. Das war die Verbindung von Mörder und Opfer und stärkte alle weiteren Indizien in diesem Fall. Als letztes messen die Ermittler die Höhe der Stoßstange von Michael Overstreets Van und vergleichen sie mit dem Kratzer an Kellys Stoßstange. Die Beschädigung an Kelly Eckerts Fahrzeug passte zur Stoßstange. Später legt das Opfer in seinen Van. Dann ruft er seinen Bruder an und bittet ihn, ins Gehege zu fahren. Dort angekommen, bringt er Kelly in den Wald, vergewaltigt und tötet sie. Aus ungeklärten Gründen wirft Overstreet ihre Schuhe in das Toilettenhäuschen, die dort später von der Polizei gefunden werden. Die Polizei vermutet, dass es Tage dauert, bis er an den Tatort zurückkehrt und Kellys Leiche in eine abgelegenere Gegend bringt. Wir glauben, er ist zurückgekehrt, hat ihre Leiche geholt und sie in den Graben geworfen. Michael Overstreet hat forensische Beweise hinterlassen. Viele davon unsichtbar für das bloße Auge. Die Kriminaltechnik in diesem Fall war absolut entscheidend. Mit ihrer Hilfe konnten wir den Geschworenen ein exaktes Bild vermitteln, wie Kelly Eckert in der Nacht entführt, vergewaltigt und ermordet worden ist. Die meisten Fragen der Ankläger sind beantwortet. Nur eine ist geblieben. Ist es möglich, dass Scott Overstreet mehr mit dem Mord zu tun hat, als er zugibt? Die Ermittler nehmen DNA-Proben von beiden Brüdern und vergleichen sie mit dem genetischen Material von der Leiche. Die Ergebnisse belasten nur Michael Overstreet und nicht seinen Bruder. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes als Michael Overstreet die DNA hinterlassen hatte, war 1 zu 4 Billionen. Scott Overstreet wird im Gegenzug zu seiner Aussage Straffreiheit zugesichert. Nach einem 5-wöchigen Prozess wird Michael Overstreet des Mordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Wir waren glücklich, denn wir hatten unsere Aufgabe erledigt und wir freuen uns, dass wir für Kelly Gerechtigkeit erreichen konnten. Ich denke daran, dass ich sie nie mehr den Gang heruntergehen sehe. Ich werde nicht erleben, dass sie Kinder hat. Jedes Mal, wenn eine ihrer Freundinnen heiratet, schmerzt es. Es ist nicht fair, dass ich das nie haben werde. Er hat mir das alles genommen. Solide Polizeiarbeit war die Basis. Familienmitglieder gaben wertvolle Hinweise und die forensischen Beweise haben den Fall vor Gericht zum Abschluss gebracht. Bezüglich forensischer Beweise wusste ich vorher nicht sehr viel. Sie haben uns den Weg gezeigt. Und an diesem Fall haben viele gute Leute gearbeitet. Sie haben uns alles in unserer Sprache erklärt, damit wir es verstehen. Denn wir sind keine Wissenschaftler. Es verwundert mich, was wir heute können und was wir vor 10 oder 20 Jahren noch nicht konnten. In dem Maße, wie wir unsere Gesellschaft besser machen, haben wir auch die Möglichkeit, Fälle zu lösen. Jahre lang kann ein Mord nicht aufgeklärt werden. In dieser Zeit macht die forensische Technologie gewaltige Fortschritte. Nur deshalb wird mit einem leistungsstarken Mikroskop und durch eine DNA-Analyse eine Spur gefunden,
die zuvor niemand sehen konnte. Lesses Einkaufsladen ist in der kleinen Gemeinde von Superior, Wisconsin, ein wichtiger Treffpunkt. Über viele Jahre hat die Familie Grand dort gearbeitet. Lesses Einkaufsladen gibt es seit den 60ern. Meine Mutter, meine Großmutter und ich selbst, wir alle haben dort zu verschiedenen Zeiten gearbeitet und direkt nebenan gewohnt. Ein typischer kleiner Einkaufsladen. In den 80er Jahren arbeitet Linnea Grand dort. Sie ist geschieden und Mutter von 4 Kindern. Über die Jahre hat es in dem Laden zahlreiche Diebstähle gegeben, körperliche Gewalt jedoch nicht. Das ändert sich am 9. August 1986. Linneas 17-jähriger Sohn Roger ist bis nachts um 2 Uhr auf dem Jahrmarkt. Als er nach Hause kommt, ist seine Mutter nicht da. Das war so lange nach Ladenschluss, dass er direkt vom Haus zum Laden rüberging. Er schaute durch das Glasfenster der Eingangstür und sah seine Mutter sofort mit dem Gesicht nach unten im Eingangsbereich liegen. Ich brauche einen Notarzt. Meine Mutter, sie liegt in Les Einkaufsladen, überall ist Blut. Als die Polizei eintrifft, ist Linnea Grand bereits tot. Sie liegt in einer großen Blutlache und hat massive Schädel- und Gesichtsverletzungen. Aus der Kasse und aus ihrem Portemonnaie fehlte nichts und es gab keinen Hinweis auf ein sexuelles Motiv. Weder der Zustand ihrer Kleidung noch ihre Körperhaltung gaben Anlass für eine Ermittlung in Richtung Vergewaltigung. Es war ein Mord ohne erkennbaren Hintergrund. Es ist möglich, dass jemand mit dem Vorsatz kam, den Laden auszurauben. Vielleicht ist er von einem Passanten oder einem anderen Kunden gestört worden. Nach Aussagen der Familienmitglieder hat Linnea Grand keine Feinde. Superior ist eine Kleinstadt und brutale Morde wie dieser passieren nicht hier, sondern in New York. Ich glaube nicht, dass sie besonders viel Erfahrung mit solchen Ermittlungen hatten. Einige Leute vermuten, dass der Jahrmarkt etwas damit zu tun hat. Normalerweise steigt die Kriminalität während des Jahrmarktes leicht an. Kleinere Diebstähle häufen sich, diese Art von Vergehen. Es schien mir ein logischer Gedanke zu sein, dass jemand vom Jahrmarkt sie getötet hat. Ohne Zeugen und mit nur wenigen Spuren kann die Polizei nicht viel machen. Lediglich ein Beweisstück scheint vielversprechend. Als die Beamten den Laden betraten, fanden sie Schuhabdrücke auf einigen Fliesen. Schuhabdrücke sind eine sehr, sehr häufige Spur an Tatorten, wo relativ viel Blut ausgetreten ist. Nicht nur Schuhabdrücke, sondern auch Sockenabdrücke oder sonstige Hautabdrücke. Man muss sie nur finden. Es ist aber meistens sehr einfach, denn wenn viel Blut da ist, wird auch meistens viel Blut verbracht. Und wenn man sich bewegen möchte am Tatort, wird man früher oder später mit dem Blut, da was noch flüssig ist, in Berührung kommen und dann die Spur eben verschleppen. Und die Abdrücke werden dann eigentlich sogar immer schöner. Am Anfang sind sie dann noch ein bisschen, sehr blutig, da kann man wenig drin sehen, aber je mehr Schritte oder je mehr Tritte gemacht werden, umso deutlicher und sauberer wird die Spur. Linnea Grand hatte kein leichtes Leben. Sie musste ihre 4 Kinder größtenteils allein großziehen. Und sie arbeitete streng an deren Erziehung. Doch ihre Kinder erinnern sich auch an ihre andere Seite. Eine meiner liebsten Erinnerungen geht zurück in die Zeit, als ich 8 Jahre alt war. Sie hatte sich zurechtgemacht, Make-up aufgelegt und ging aus dem Haus Richtung Auto. Ich lag mit einer Wasserpistole im Gras, nahm sie hoch und spritzte meine Mutter nass. Ich zerstörte ihr Make-up und ihre Haare. Mein Herz rutschte mir in die Hose. Ich dachte, jetzt gibt's richtig Ärger. Doch stattdessen kam sie hinter mir her, warf mich ins nasse Gras, nahm den Gartenschlauch, lachte und kicherte.
Wir waren beide durchnässt. So hatte sie eine ärgerliche Situation in Spaß umgewandelt. Für Angehörige und Polizei ist der Mord an Linnea schwer zu verstehen. Es war dramatisch, schrecklich, grausam, egal welchen Terminus man wählt. Der Rechtsmediziner vermutete zwischen 15 und 30 Schläge gegen ihren Kopf. Die Tat ist eindeutig in Rage verübt worden. Nicht geplante Morde geschehen in der Regel schnell und unaufwendig. Die Art dieses Mordes deutet darauf hin, dass es eine Beziehung zwischen Opfer und Täter gegeben hat. Es gab die Vermutung, dass es jemand war, der dem Opfer sehr nahe stand, zum Beispiel ein Familienmitglied. Womöglich hat es eine sehr emotionale Auseinandersetzung gegeben. Wenn sehr viel Gewalt gegen das Gesicht ausgeübt wird, ist das in der Regel ein Zeichen dafür, dass nicht nur die Person getötet werden soll oder sehr stark verletzt werden soll, sondern dass auch die Identität ausgelöscht werden soll. Die Identität tritt uns im Alltag am ehesten eben in Form des Gesichtes gegenüber. Da sieht man die Mimik und da sieht man, wer das ist. Und wenn man das auslöscht, dann hat man also quasi auch die andere Person ausradiert. Beobachtet man fast nur bei Menschen, die sich näher kennen, zum Beispiel im familiären Umfeld oder in seltenen Fällen auch bei Menschen, die zu einem anderen eine sehr enge Beziehung aufgebaut haben, ohne dass der andere das vielleicht mitbekommen hat. Zuerst zogen sie jeden als Verdächtigen in Betracht. Sie fragten meinen älteren Bruder nach seinen Aufenthaltsorten und ob er sie nachweisen könnte. Linnea Gran hat 4 Kinder. Der 17-jährige Roger hat die Leiche seiner Mutter gefunden und er wohnt noch zu Hause. Da die 3 anderen Kinder alle für den Abend des Mordes ein Alibi haben, wenden sich die Ermittler Linneas Ex-Ehemann zu. Da sie und ihr Ehemann Jerome durch eine schmerzliche Trennung gegangen waren, wurde er als potenzieller Verdächtiger behandelt. Doch Jerome Gran ist am Abend des Mordes im 1300 Kilometer entfernten Ohio. Sein Alibi wird von mehreren Personen bestätigt. Große Hoffnung hat die Polizei in die blutigen Schuhspuren gesetzt, die am Tatort hinterlassen worden sind. Doch es stellt sich heraus, die Abdrücke stammen von Roger. Sie lag in einer großen Blutlache. Es war nicht überraschend, Abdrücke im Blut zu finden, die zu Rogers Schuhen passten. Roger hat für den Abend des Mordes auch ein Alibi. Er ist mit Freunden auf dem Jahrmarkt gewesen, die sein Alibi bestätigen. Er konnte sich nur daran erinnern, dass er mit Freunden auf dem Jahrmarkt gewesen ist. Sie haben getrunken und Drogen genommen. Er konnte sich an nichts mehr erinnern, außer ihre Leiche gefunden zu haben. Obwohl Roger zugibt, Drogen genommen zu haben und betrunken gewesen zu sein, glaubt keiner aus der Familie, dass er etwas mit dem Mord zu tun hat. Das war lachhaft. Ich kannte Roger sein Leben lang, der war nicht gewalttätig. Er war ein typischer 17-jähriger Junge, der glaubte, der härteste in der Nachbarschaft zu sein. Aber er war kein Schläger. Die Ermittler durchsuchen Linneas Wohnhaus nebenan und finden eine mögliche Tatwaffe. Es ist ein Tischlerhammer, aufbewahrt in einem Schrank unter dem Küchenspülbecken. Der Rechtsmediziner hatte notiert, dass die Verletzungen rundlich waren. Es war durchaus möglich, dass sie vom Kopf des Tischlerhammers stammten. Unglücklicherweise befinden sich an dem Hammer keine Spuren. Das staatliche Kriminallabor bestätigte, dass sich kein Blut an dem Hammer befand. Die Polizei lässt Rogers Kleidung untersuchen, die er getragen hat, als er seine Mutter fand. Daran befindet sich Blut des Opfers. Roger erzählte uns, dass er sich zu seiner Mutter heruntergekniet hatte, als er sie fand. Er hatte ihren Kopf genommen und versucht, sie wiederzubeleben. Die Tatsache, dass Blut auf seiner Kleidung war, half uns nicht weiter. 3 Monate vergehen. Dann wird im 300 Kilometer entfernten Eau Claire der 19-jährige Steve Hansen verhaftet. Er hat einen Mann zu Tode geschlagen. Steve Hansen hat den Mord mit einem Hammer verübt. Dem Werkzeug also, das möglicherweise auch beim Mord an Linnea Gran benutzt wurde. Die Beamten vermuteten, dass Steve Hansen ernsthaft mit der Tat in Verbindung stand. Ich meine, es ist schon ungewöhnlich, dass in derselben Gegend 2 Morde durch Kopfschläge verübt werden. Dann erfährt die Polizei noch etwas. Steve Hansen und Roger Gran kennen sich.
Sie verkehren im selben Freundeskreis und haben angeblich zusammen schon Drogen konsumiert. Ist es möglich, dass die beiden eine Auseinandersetzung wegen Drogen hatten und der Mord ein Racheakt ist? Die Polizei von Wisconsin ermittelt in zwei Mordfällen. Bei beiden wurde das Opfer mit einem Hammer erschlagen. Der 19-jährige Steve Hansen wird für den Mord in Eau Claire verhaftet und gesteht diesen auch. Er bestreitet jedoch, etwas mit dem Mord an Linnea Grant zu tun zu haben, der im 300 Kilometer entfernten Superior passiert ist. Obwohl er Roger Grant kannte und noch immer Kontakte in Superior hatte, lebte er jetzt in Eau Claire. Er konnte zur Zeit des Mordes an Linnea Grant nicht in Superior gewesen sein. Ohne Verdächtigen und ohne erkennbares Motiv verläuft die Aufklärung des Mordes im Sande. Das frustrierte mich. Der Grant-Mord war der schlimmste, den ich je gesehen habe. Es ärgerte mich, dass wir den Fall zu keinem erfolgreichen Abschluss bringen konnten. 20 Jahre vergehen. Dann wird im März 2004 Chet LaLaure zum Leiter einer neu gegründeten Einheit ernannt, die sich alten, ungelösten Fällen widmet. Sein erster Fall ist der Mord an Linnea Grant, der sich ereignete, als er noch zur Schule ging. Die Ermittler wussten damals nicht, in welche Richtung sie ermitteln sollten. Wir hatten Roger Grant, der behauptete, seine Mutter früh am Abend noch wohlauf gesehen und später tot aufgefunden zu haben. Es gab keinen Augenzeugen. Ein wirklich schwerer Fall, wegen fehlender Zeugen und fehlender eindeutiger forensischer Beweise. Special Agent John Christofferson wird hinzugezogen. Captain LaLaure und ich schauten uns die Beweise an, die aus dem Jahr 1986 übrig waren, und brachten sie anschließend zu Ken Olson ins Kriminallabor nach Madison. Als der Mord 1986 passierte, begannen wir im Labor gerade mit der Interpretation von Blutspritzern an Tatorten. Blutspuren an Kleidungsstücken machen wir erst seit den frühen 90er Jahren. Die Auswertung von Blutspuren ist seltsamerweise eine Spezialdisziplin. Zeit dafür hat man eigentlich erst, ja, vielleicht seit den 90er Jahren, dass das so langsam wieder allgemein ins Polizeisystem einsickert, international. Aber insgesamt ist es eine angesichts der schönen Spurenvielfalt, die man hat, völlig unterrepräsentierte Methode und ist es auch nach wie vor noch. Als erstes untersucht Olsen den Tischlerhammer aus der Küche des Opfers. Die ursprüngliche Analyse von 1986 hatte nichts ergeben. Doch mit einem neuen, leistungsstarken Mikroskop findet Olsen kleinste Mengen Blut am Hammer. Wäre diese Menge Blut bereits 1986 gefunden worden, sie hätte damals nicht für eine DNA-Analyse ausgereicht. Das ist 2004 jedoch anders. Für heutige DNA-Analysen muss man die Probe nicht mal mehr sehen. Das Blut stammt von einem Menschen. Damit liefert der DNA-Test den Ermittlern den ersten aussagekräftigen Beweis. Die getestete DNA vom Hammer stammte von Linnea Grant. So konnte der Hammer die mögliche Mordwaffe sein. Das war der Durchbruch in diesem Fall. Denn jetzt hatten wir die Mordwaffe. Es war ein Hammer, der im Haus von Linnea und Roger Grant gefunden worden war. Als nächstes untersuchen die Ermittler eine Denimjacke, die in der Nacht des Mordes in Roger Grants Schlafzimmer gefunden worden ist. Grant hat die Jacke nicht getragen, als die Beamten an den Tatort kamen. Am rechten Ärmel findet Olsen kleinste, hochbeschleunigte Blutspritzer, die sich von normalen Blutstropfen unterscheiden. Blut, das sehr stark beschleunigt wird durch eine Waffe, durch sehr starke Gewalteinwirkung, kann einen größeren Weg zurücklegen als Blut, was nicht so stark beschleunigt wurde, weil weniger Gewalt ausgeübt wurde. Bei dem weiten Weg durch die Luft bremst die Luft die Blutspur ab, die Blutspur zerlegt sich und wird relativ klein. Das heißt,
Hochgeschwindigkeitsblutspuren, Blutspuren, die mit hoher Geschwindigkeit geflogen sind, sind relativ klein, relativ weit von der eigentlichen Blutungsquelle entfernt noch anzutreffen und haben häufig einen relativ steilen Anstellwinkel, weil sie es zum Beispiel schaffen, wenn sie weit entfernt sind, einen hohen Bogen durch die Luft zu fliegen. Jemand mit hochbeschleunigten Blutspritzern an sich hat die Schläge entweder selbst abgegeben oder hat in der Nähe gestanden, als das Opfer geschlagen wurde. Im Innern der Jacke ist noch mehr Blut. Es scheint eine Kontakt- oder Schmierspur zu sein. Die Ermittler und die Leute aus dem Kriminallabor vermuteten, dass an der Tatwaffe Blut gewesen und sie in der Jackentasche vom Tatort geschafft worden ist. Ich untersuchte seine Schuhe und fand zwei 1 mm große hochbeschleunigte Blutspritzer. Das Blut auf Rogers Jacke und Schuhen stammt von seiner Mutter. Eine Person, die solche Spuren an sich hat, muss am Tatort gewesen sein, als das Verbrechen geschah. Die Polizei konfrontiert Roger Grant mit den neuen Beweisen. Seit dem Mord ist viel Zeit vergangen und Roger ist selbst Vater von zwei Kindern. Die Blutspritze an der Jacke und an der Jeans stimmen überein mit der Möglichkeit, dass Roger Grant die Schläge ausgeführt hat, die Linnea Grants Tod verursacht haben. Das ist eine starke Behauptung. Man würde vermuten, dass jemand, der fälschlicherweise des Mordes an seiner Mutter beschuldigt wird, die Behauptung vehement zurückweist. Vielleicht sogar laut wird. Oder geht. Roger tat das nicht. Die Ermittler fragen ihn erneut, was am Abend des Mordes passiert ist. Erstmals sagt Roger aus, dass es vor seinem Jahrmarktbesuch gegen 22 Uhr eine Auseinandersetzung mit Linnea gegeben hätte. Er hätte sie um Geld gebeten. Als Sie von Ihrer Mutter das Geld haben wollten, können Sie sich erinnern, ob es ihr da noch gut ging? Als ich ging. War sie zu der Zeit schon verletzt? Nein, sie war auch nicht tot. Sie war nur verärgert. Das war in dem Verhör für uns der Durchbruch. Dieser Kerl behauptete, seiner Mutter ginge es bestens. Und Stunden später findet ausgerechnet er sie tot. So als hätte er geahnt, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Zudem haben die Ermittler das erste Mal ein mögliches Motiv. Roger hat zugegeben, dass seine Mutter sich geweigert hat, ihm an dem Abend Geld zu geben. Roger Grant bestreitet aber weiterhin, seine Mutter getötet zu haben. Doch neue DNA-Tests und die Fortschritte in der forensischen Wissenschaft beweisen, was vor 20 Jahren am Abend des Mordes von Linnea Grant passiert ist. Die Ankläger glauben, dass Roger Grant mit seinen Freunden getrunken und Drogen genommen hat. Er gibt zu, gegen 22 Uhr in den Laden gegangen zu sein und seine Mutter nach Geld für den Jahrmarkt gefragt zu haben. Die Ankläger vermuten, Linnea Grant hat das abgelehnt, weil sie ahnte, dass er dafür Alkohol und Drogen kaufen will. Zudem hat sie ihm verboten, das Auto der Familie zu benutzen. Es kommt zum Streit. Roger verliert die Kontrolle über sich, nimmt den Hammer und schlägt wiederholt auf seine Mutter ein. Die Wucht der Schläge erzeugt charakteristische Blutspritzer, die auf einen Ärmel von Rogers Jacke und auf seinen Schuhen niedergehen. Er schließt die Ladentür ab, geht nach Hause, säubert den Hammer, zieht seine Jacke aus und trifft sich anschließend mit seinen Freunden auf dem Jahrmarkt. Als er gegen 2 Uhr nachts zurückkommt, tätigt er den Notruf, um den Fund der Leiche zu melden. Roger was not
Roger war nicht Herr seiner Sinne. Er hatte sich nicht unter Kontrolle. Er war durcheinander, frustriert. Ein verwirrtes Kind unter Drogen. Normalerweise hätte er unserer Mutter oder sonst jemandem nie etwas angetan. 20 Jahre hat es gedauert, bis die forensische Wissenschaft die winzig kleinen Beweise auf Rogers Jacke und dem Hammer finden und auswerten konnte. In all diesen Jahren bestand das Leben von Roger Gran aus Drogenmissbrauch, Fehlverhalten und Scheidung. Es war ein ständiges Auf und Ab. Ich kann gar nicht sagen, in wie vielen verschiedenen Anstaltszellen, Entzugs- oder Reha-Zentren er gewesen ist. Roger Gran lebte noch weitere 18, 19 Jahre in Superior, bevor er für den Mord an seiner Mutter verhaftet wurde. Er hätte jederzeit fliehen können, doch das hat er nicht getan. Ich glaube, er ist nur vor dem Gedanken geflüchtet, die eigene Mutter getötet zu haben. Aufgrund der Beweislast und der Aussicht auf einen familienbelastenden Prozess gesteht Roger Gran die Tat. Er bekennt sich des Totschlags für schuldig und wird zu 15 Jahren Haft verurteilt. Der Fall ist aus vielen Gründen herausragend. Es ist eine große Genugtuung, die Polizeiarbeit nach der Wiederaufnahme zu sehen. Den neuen Blick auf den Fall, die neue Technologie, die neuen forensischen Beweise. Das Gefühl, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat, ist zutiefst befriedigend. Es ist ein altes Sprichwort. Verspätete Gerechtigkeit ist keine Gerechtigkeit. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich würde behaupten, die Familie von Roger Gran sieht das auch nicht so. Es dauerte zwar 19 Jahre, um die Wahrheit herauszufinden, doch letztlich haben sie mit Hilfe der Wissenschaft erfahren. Das gibt einem die Hoffnung, dass Fälle, die seit vielen Jahren ungelöst sind, noch gelöst werden können. Und die bösen Kerle da draußen wissen genau, dass die Polizei die modernen Techniken besitzt und vielleicht schon morgen an ihre Tür klopft. Ein Mörder hat in Australien alle verwirrt, vor allem die Polizei. Erst durch eine unverhoffte Wendung, bei der ein Gerät im Körper der Leiche Informationen liefert, kann der Fall gelöst werden. Tasmanien ist eine kleine Insel vor der Küste von Australien und einer der am dünnsten besiedelten Orte der Welt. Die Stadt Lefroy zum Beispiel hat nur eine Handvoll Bewohner. Die Menschen, die in Lefroy wohnen, wollen am liebsten unter sich sein. Die meisten sind arbeitslos. Ich schätze, dass in Lefroy 20, vielleicht 25 Personen leben, kleine Kinder eingeschlossen. Am frühen Morgen des 9. Oktober 2000 geht Ivan Jones zum Haus seines Cousins, um nach einer Mitfahrgelegenheit zu fragen. Während sich der Cousin noch ankleidet, geht Jones eine Runde mit dem Hund und findet einen der Nachbarn. Er ist tot. Das Opfer ist der 72-jährige David Crawford, ein Veteran der Australian Royal Navy. Aufgrund der Kleidung von Mr. Crawford war klar, dass er aus dem Bett kam. Er trug einen Pyjama, war wohl in der Nacht aufgewacht und hatte das Haus verlassen, um herauszufinden, was ihn geweckt hatte. Rechtsmediziner Dr. Robert Kelsall erscheint am Tatort und versucht herauszufinden, wann Crawford getötet worden ist. Die Todeszeitbestimmung war wirklich sehr schwierig. Als ich die Körpertemperatur gemessen habe, bekam ich die Außentemperatur. Dr. Kelsall legt fest, dass der Mord zwischen 4 Uhr und 7:30 Uhr stattgefunden haben muss. Eine Möglichkeit, die Zeit genauer zu bestimmen, gibt es nicht.
So ein Zeitfenster zu bestimmen ist sehr schwierig. Das gilt vor allem für die Bestimmung der Todeszeit mit Hilfe der Körpertemperatur. Nachbarn berichten der Polizei, dass sie vor Sonnenaufgang Hundegebell gehört hätten, was allerdings nichts Ungewöhnliches ist. Aufgrund der wilden Natur um die Stadt herum hätte ein Känguru um die Hunde herum geistern können. Oder vielleicht haben sie eine Person gewittert. Die Polizei findet keine Hinweise auf einen Einbruch. Lediglich Crawfords Brieftasche ist aus seinem Schlafzimmer verschwunden. Es gibt keine Anzeichen eines Kampfes und fremde Fingerspuren gibt es auch nicht. Im Vorgarten finden die Ermittler etwas, das aussieht wie ein Blutfleck. Als es draußen dunkel ist, besprühen sie die Fläche mit Luminol. Nur Sekunden später erscheint ein eindeutiges Bild. Zu erleben, wie dieser Axtkopf durch das Luminol erschien, war sehr beeindruckend. Das Bild ist so deutlich, dass die Ermittler sogar den Axttyp bestimmen können. Es handelte sich um einen speziellen Axttyp, genannt Canadian, dessen Kopf gebogen verläuft. Das untere und obere Ende sind durch eine Krümmung verbunden und die konnte man im Luminol erkennen. Es war wunderbar. Aufgrund der geringen Einwohnerzahl in der Stadt ist es wahrscheinlich, dass Crawford seinen Mörder kannte. Wirklich alle Männer und Frauen in der Stadt, die eine Axt schwingen konnten, hätten verdächtig sein können. David Crawfords Tod ist für jeden in Lefroy ein Schlag, denn er war als sehr freundlicher Mann bekannt. Er half den älteren Menschen in der Gemeinde von Lefroy. Er ging mit ihnen spazieren, einkaufen, zum Arzt, solche Dinge eben. Aber er war kein Partygänger mit ständig einem Haufen Leute um sich herum. Er genügte sich selbst und liebte es, seine Enkelkinder zu sehen. Das waren die Dinge, die er mochte. Das war sein Leben. Der Blutfleck auf David Crawfords Rasen ist eindeutig der Umriss einer Axt. Der Rechtsmediziner vermutet, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich um die Tatwaffe handelt. Ein DNA-Test ergibt, dass das Blut von David Crawford stammt. Doch die Axt selbst ist verschwunden. Natürlich gibt es in Lefroy mehrere Äxte. Doch sollten wir eine Axt mit Blut daran finden und es bestimmen können, sind wir auf dem besten Weg zu einer Verurteilung. Als ehemalige Bergarbeiterstadt ist Lefroy bespickt mit Minenschächten, von denen viele unter Wasser stehen. Ein perfekter Ort, um eine Mordwaffe zu verstecken. Das ist ein Polizeivideo von einer Suche dort. Es gibt dort eine Menge Schächte, in denen wir Unterwasserkameras eingesetzt haben. Einige alte, verfallene Schächte haben wir durch große Dämme trockengelegt, in der Hoffnung, die Axt zu finden. Doch wir hatten bei der Suche kein Glück. Da Crawfords Brieftasche fehlt, gehen die Ermittler von Raub als Motiv aus. In Tasmanien herrscht eine geringe Kriminalitätsrate, obwohl gerade Rentner oft viel Bargeld besitzen. Speziell ältere Leute in Tasmanien behalten ihr Geld zu Hause. Und in einer kleinen Stadt spricht sich schnell herum, wenn jemand viel Geld besitzt und es unter der Matratze oder in einem Gefäß aufbewahrt. Dann erfährt die Polizei von einem interessanten Zufall. Der 19-jährige Ivan Jones, der Crawfords Leiche gefunden hat, berichtet, dass er einen verdächtigen Mann in der Nachbarschaft gesehen hätte. Jones gab an, er hätte Crawford erzählt, dass Crawford beobachtet würde. Jones hatte abends, mehrere Tage vor dem Mord, jemanden mit einer Taschenlampe ums Haus schleichen sehen. Jones erzählt der Polizei zudem, dass er den Mann nicht erkennen konnte. Dann fragen die Ermittler Jones, wo er zur Zeit des Mordes gewesen ist. Jones sagt aus, er sei bei seiner Schwester und deren Freund gewesen. Als Alibi gab er an, dass er im Haus seiner Schwester übernachtet hatte. Er behauptete, zwischen 1 und 6 Uhr geschlafen zu haben. Genau im Zeitraum des Mordes.
Jones Schwester bestätigt sein Alibi. Soweit sie wüsste, hätte er das Haus nicht verlassen. Als nächstes befragt die Polizei Darcy McLean, der die Leiche zusammen mit seinem Cousin Ivan Jones gefunden hat. McLean sagt aus, dass er in der Zeit des Mordes ebenfalls geschlafen habe. Da er aber allein lebe, könne das niemand bezeugen. Dann bekommt die Polizei von Darcy noch zwei sehr hilfreiche Informationen. Erstens, jemand hat aus seinem Haus eine Axt gestohlen. Und zweitens, sein Cousin Ivan Jones hat sich am Morgen des Mordes merkwürdig verhalten. Von Darcy McLean erfuhren wir, dass es ungewöhnlich für Ivan Jones war, morgens um 7:30 aufzutauchen und nach einer Mitfahrgelegenheit zu seinen Eltern zu fragen. Genauer gesagt, er hatte das vorher noch nie getan. Das war also tatsächlich ungewöhnlich. Doch Ivan Jones hat ein Alibi, Darcy McLean nicht. David Crawfords Autopsie findet im Royal Hobart Krankenhaus statt, am Tag, nachdem die Leiche entdeckt worden ist. Der Tod wurde durch einen Schlag auf den Kopf verursacht, wahrscheinlich durch eine Axt. Crawford ist ein gesunder Mann gewesen, bis auf seine Herzprobleme. Er hatte eine Kardiomyopathie, was einfach gesagt bedeutet, er hatte eine Herzerkrankung unbekannter Ursache. Dann macht Dr. Kelsall eine Entdeckung, die den gesamten Verlauf der Ermittlungen verändert. Er entdeckt, dass Crawford einen Herzschrittmacher in seiner Brust implantiert hat. Ein Schrittmacher ist eine Möglichkeit, ein Herz zu stimulieren. Er leitet zwischen 2 und 5 Volt Spannung ins Herz, um es zur Kontraktion zu bringen. Es gab die vage Vermutung, dass Schrittmacher einen Aufzeichnungsmodus haben. Wäre das so, würde Crawfords Schrittmacher die exakte Mordzeit liefern. Unglücklicherweise speichern Schrittmacher die Informationen nur für kurze Zeit, dann werden sie überschrieben. Die Autopsie hat ungefähr 30 Stunden nach dem Mord stattgefunden, was bedeutet, dass die Schrittmacheraufzeichnungen gelöscht worden sein müssten. Wir wussten, wir hatten nicht sehr viel Zeit, bis wir den Zeitraum überschritten. Ich erinnere mich, dass ich ein bisschen nervös war und befürchtete, dass wir nichts auslesen können. Der Herzschrittmacher-Spezialist des Krankenhauses liest den Schrittmacher aus und überträgt dessen Daten in einen Computer. Zur Überraschung aller hat dieser Schrittmacher etwas, was die meisten nicht besitzen. Er hat einen speziellen Computerchip, einen sogenannten Ereignisspeicher. Das ist nur bei diesem Produkt so und wurde tatsächlich nur selten genutzt. Rein zufällig entdeckte der Schrittmacher-Spezialist, dass wenn aufgezeichnete Informationen vorhanden sind, sie auf dem Ereignisspeicher zu finden sind. Mit Hilfe einer Computersoftware entsteht eine detaillierte Kurve, die eine Menge an Informationen liefert. Das Interessante war, dass wir genau herausarbeiten konnten, wann der Patient aufgewacht, nach draußen gegangen, überfallen worden und letztlich gestorben ist. In diesem Zeitraum gab es eine Periode, in der er bewusstlos war und verblutet ist. An diesem Punkt ging der Schrittmacher zurück in seinen Schlafmodus. Der Ereignisrekorder verrät, dass David Crawford um kurz nach 22 Uhr ins Bett gegangen ist. Um 4.46 Uhr wacht er auf. Um 4.54 Uhr schlägt sein Herz über 100 Mal pro Minute. Zu dieser Zeit wird er attackiert. Die Auseinandersetzung ist um 5.04 Uhr vorbei. David Crawford verblutet langsam. Um genau 5.34 Uhr hört sein Herz auf zu schlagen. Die Wissenschaftler erhalten diese Informationen gerade noch rechtzeitig. Kurze Zeit danach wäre es zu spät gewesen. Es war kurz vorm Löschen. Ein oder zwei Stunden später wäre die Information weg gewesen. Dann erfahren die Ermittler, warum Crawford sein Bett verlassen hat.
Der Nachbar von gegenüber hatte Crawford gebeten, nach seinem Haus zu schauen, wenn er im Krankenhaus ist. Jeder wusste, dass er im Krankenhaus ist. Und der Nachbar war dafür bekannt, dass er Geld im Haus hatte. Nach Aussage seines Sohnes stand er beim kleinsten Laut auf und suchte nach dessen Ursache. Alles, was die Polizei jetzt noch zu tun hat, ist herauszufinden, wer kein Alibi für den Morgen um 5.34 Uhr hat. Ich erinnere mich an ein Zitat von Eleanor Roosevelt, das besagt: In einem Leben lernt man viele Menschen kennen, aber nur wahre Freunde hinterlassen Spuren darin. In diesem Fall war es ein Schrittmacher. Durch dessen Zeitangabe hatten wir so etwas wie einen perfekten Zeugen. Das konnte vor Gericht niemand anzweifeln. Ivan Jones und Darcy McLean sind die Hauptverdächtigen in diesem Fall. Sollte es einer von beiden getan haben, hätte er einen verhängnisvollen Fehler gemacht. Denn wenn mit der Benachrichtigung der Polizei nur ein paar Stunden länger gewartet worden wäre, wären die Informationen in dem Schrittmacher gelöscht gewesen. Hätte er an der Stelle noch etwas länger gelegen und wären nicht entdeckt worden, die Zeiten aus dem Schrittmacher wären gelöscht gewesen. Doch wer ist der Mörder? Darcy McLean behauptet, in der Nacht des Mordes um 5.34 Uhr geschlafen zu haben. Da er allein lebt, kann niemand sein Alibi bestätigen. Zudem gibt McLean an, dass er aus seinem Haus eine Axt vermisst. Eine Durchsuchung des Hauses ergibt nichts. Ivan Jones sagt aus, er habe bis 6 Uhr bei seiner Schwester im Haus geschlafen. Jones' Schwester beschreibt den Ermittlern aber einen anderen Zeitverlauf. Sie sagt aus, sie hätte ihren Bruder das letzte Mal um 3 Uhr gesehen, als er sie nach einer Zigarette gefragt hat. Dann hätte sie ihn erst wieder nach 6 Uhr beim Duschen gehört. Damit hat Ivan Jones niemanden, der ihm zwischen 3 und 6 Uhr ein Alibi geben kann. Zudem glaubt die Polizei, dass Ivans Duschen morgens um 6 einen besonderen Grund hat. An einem Menschen, der in so einen brutalen Mord verwickelt ist, erwartet man Blut. Natürlich haben die Ermittler herausgefunden, dass er morgens um 6 Uhr geduscht und seine Bekleidung gewaschen hat. Er hat sogar Bleichmittel mit in die Waschmaschine gegeben. Bei der Durchsuchung von Ivans Wohnung finden die Ermittler eine mögliche Verbindung zum Mord. Einer unserer Ermittler fand eine Taschenlampe in einem Loch im Fundament des Hauses. Sie war sauber, nicht mit Staub bedeckt. Sie hatte dort mit Sicherheit nicht für längere Zeit gelegen. Eine Taschenlampe unter dem Haus zu verstecken, ist sehr ungewöhnlich. Das würde niemand machen, außer er hätte etwas zu verbergen. Auf der Taschenlampe befinden sich keine Fingerabdrücke. Deshalb untersucht Debbie McHowell das Beweisstück auf DNA. Da ich keine Blutspritzer fand, nahm ich einen Abstrich von der Taschenlampe. Ich tupfte auch die Batterien ab. McHowell streicht auch den Bereich um den An- und Ausschalter ab, in der Hoffnung, dort Hautzellen zu finden. DNA wird oft auf Gegenstände übertragen. Indem man diese Gegenstände abtupft, kann man das Genmaterial sichern. Tatsächlich können genügend Hautzellen für die Erstellung eines DNA-Profils gewonnen werden. Die Hautzellen von der Außenseite der Taschenlampe stammen weder von Ivan Jones noch von Darcy McLean. Es sind die des Mordopfers David Crawford. Und ihm gehört auch die Taschenlampe. Mr. Jones, der meiner Meinung nach nicht besonders intelligent ist, hat einen grausamen Mord begangen. Das ist schlimm genug. Doch zu Hause eine Taschenlampe mit der DNA des Opfers zu verstecken, unterstreicht seine mangelnde Denkfähigkeit. Die Ermittler vermuten, dass Jones geplant hat, das Haus von David Crawfords Nachbarn auszurauben. Um einbrechen zu können, hat Jones seine Axt aus Darcys Haus entwendet. Als er am Haus des Nachbarn ankommt, schlägt ein Hund in der Nachbarschaft an und weckt so David Crawford.
Dieser steht auf, nimmt seine Taschenlampe und schaut nach, was passiert ist. Crawford entdeckt Jones erst, als der ihn bereits angreift. Crawford liegt blutend auf dem Boden, lebt aber noch. Jones lässt die Axt fallen, geht in Crawfords Haus und stiehlt dessen Brieftasche. Danach nimmt er Taschenlampe und Axt an sich und flieht. David Crawfords Herz hört um 5.34 Uhr auf zu schlagen. Ivan Jones entledigt sich der Axt und der Brieftasche, behält aber aus unerklärlichem Grund die Taschenlampe. Um sich ein Alibi zu verschaffen, duscht er gegen 6 Uhr und stellt dabei sicher, dass seine Schwester und ihr Freund es hören. Um sein Alibi zu stärken, geht Jones gegen 7.30 Uhr zu seinem Cousin. Dort arrangiert er es so, dass sie beide gemeinsam die Leiche von Crawford finden. Jones hofft, so erst gar nicht in den Kreis der Verdächtigen zu geraten. Von dem Schrittmacher wusste er nichts. Hätte er mit der Alarmierung der Polizei nur ein bisschen länger gewartet, der Schrittmacher wäre für die Ermittler wertlos gewesen. Er hatte ein exzellentes Alibi. Es ist möglich, dass er so vor Gericht aufgrund mangelnder Beweise freigesprochen worden wäre. Doch der Schrittmacher war absolut perfekt, um ihn zu verurteilen. Es ist das erste Mal weltweit, dass Daten eines Herzschrittmachers als Beweis in einem Mordprozess eingesetzt werden. Im Oktober 2001 wird Ivan Jones wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt. Der Schrittmacher ist zwar ein stiller Zeuge, doch er hat den Geschworenen alles verraten, was sie wissen mussten. Das werde ich für den Rest meiner Karriere behalten und ich ermutige auch andere Ermittler, die Schrittmacher in Betracht zu ziehen. Gerade in Fällen, in denen die Todeszeit ungeklärt ist, weiß man nicht, was einem die Daten eines Schrittmachers verraten können. Vor Jahren hatte man von solchen Dingen bei der Verbrechensaufklärung noch nichts gehört. Es ist unglaublich, was durch Techniken wie diese möglich ist. Es klingt sehr ironisch, dass dieser Mann einen Schrittmacher hatte, der ihn überlebt hat. Schließlich sollte er ihn ja am Leben halten. Er hat wie ein richtiger Zeuge fungiert, wie eine externe Maschine, die beobachtete, was sonst niemand gesehen hat. Sie gewinnt $5.000 beim Blackjack und verlässt daraufhin das Casino. 3 Stunden später ist sie entführt. Eine einzelne Faser und ein winziges Stück Zellophan sind die einzigen Hinweise auf ihr Verschwinden. Tunica, Mississippi, ist das drittgrößte Glücksspielzentrum in den Vereinigten Staaten. Shannon Sanderson und ihr zweiter Ehemann Robert sind gerne dort. Für den 19. April 1996 planen Shannon und Robert einen Trip nach Tunica, um dort Roberts 58. Geburtstag zu feiern. Doch kurz vorher sagt Robert ab. Er sagte ihr, dass ihm seine Töchter aus erster Ehe einen Geburtstagskuchen gebracht hätten und er etwas Zeit mit ihnen verbringen und deshalb die Abfahrt nach Tunica, Mississippi, gern verschieben würde. Das Paar streitet und Robert beschließt zu bleiben. Shannon bringt ihre Kinder aus erster Ehe zum Babysitter und fährt ohne ihn zum Casino. Sie spielt den ganzen Abend Blackjack. Am Ende hat sie $5.000 gewonnen. Sie nahm die $5.000 in bar. Man riet ihr zu einem Scheck, doch sie wollte nicht.
Shannon verlässt das Casino gegen 3 Uhr nachts und fährt zum Haus des Babysitters, um ihre Kinder abzuholen. Bei ihrer Ankunft wird sie überfallen. Ihr Babysitter hört den Tumult. Sie sahen jemanden mit einer roten Kappe, der Shannon in einen roten Beretta Chevrolet drängte. Das Auto verschwindet, bevor jemand eingreifen kann. Sie fanden einen künstlichen Fingernagel, der während des Kampfes heruntergefallen war, und einen Knopf von Shannons Kleidung. Diese Spuren wurden natürlich gesichert. Eine Nachbarin kann den Angreifer identifizieren. Die Nachbarin sagte, dass Shannons Ehemann das Auto gefahren hat. Als dieser mehrere Stunden später von der Polizei verhört wird, bestreitet er jegliche Verwicklung in die Entführung. Robert sagt aus, dass seine Kinder zu einer kleinen Geburtstagsfeier dagewesen seien. Nachdem sie gegangen waren, hätte er sich ins Bett begeben. Da dies von niemandem bestätigt werden kann, bittet ihn die Polizei Tage später, einen Lügendetektortest zu machen. Sein Anwalt riet ihm, den Test nicht zu machen und uns auch keine Antworten mehr zu geben. Das war ganz anders als am Abend der Entführung gegenüber den ermittelnden Beamten. Das machte ihn verdächtig, sodass wir ihn nicht ausschließen konnten. Ein Blick hinter die Kulissen des Paares enthüllt, dass es Probleme gibt. Für beide ist es die zweite Ehe. Ihr Altersunterschied beträgt 33 Jahre. Wir haben von einigen Familienmitgliedern gehört, dass es in ihrer Ehe doch etwas mehr Ärger gab als normal. Der Streit am Geburtstag sei kein Einzelfall gewesen. Sie würden ganz regelmäßig kämpfen. Falls Robert Sanderson etwas über das Verschwinden seiner Frau weiß, verschweigt er es. Und die Polizei hat keinen Anhaltspunkt, wo sie sein könnte. Bleiben als Ansatzpunkt für die Ermittlungen nur die Augenzeugen der Entführung. Eine Zeugin behauptet nach wie vor, Shannons Ehemann gesehen zu haben. Diese Zeugin hatte einen roten Beretta beobachtet und die Person als Robert Sanderson identifiziert. Das war zu diesem Zeitpunkt unser stärkstes Indiz. Robert sagt aus, er besäße gar keinen Beretta. Dennoch ist er verdächtig, denn nur wenige Personen wissen von Shannons Aufenthaltsort an diesem Abend. Er war jemand, der eine Menge Geld mit Überwachungstechnik verdient hatte und daher Dinge wusste, von denen der Durchschnittsbürger auf der Straße nichts wusste. Neben den Gerüchten um Eheprobleme stoßen die Ermittler auch auf ein mögliches finanzielles Motiv. Es gab einen Ehevertrag. Er wurde nachträglich unterzeichnet und sicherte ihr eine Wohnung zu und $10,000, falls es zu einer Scheidung oder Trennung kommt. Dieser Vertrag wurde nur 2 Wochen vor Shannons Verschwinden unterschrieben. Diese Tatsache war zu beachten, denn das ist nicht bei jedem Mord oder jeder Entführung so, die Memphiser Polizei untersucht. Das war ungewöhnlich. Es vergehen Wochen ohne ein Lebenszeichen von Shannon. Familie und Freunde verteilen in der ganzen Stadt Vermisstenposter und die Polizei bittet die Öffentlichkeit um ihre Mithilfe. Zudem befragen die Beamten Shannons Ex-Ehemann Michael. Die beiden sind erst seit 1,5 Jahren geschieden. Ich hatte keine Ahnung, was passiert sein könnte. Einer der Beamten sagte, ich sei ein Verdächtiger. Sie haben mich innerhalb einer Woche immer wieder in Memphis verhört. Michael sagt aus, er habe in der Nacht der Entführung in einer Chemiefirma gearbeitet. Sein Alibi bestätigt sich. Dann findet die Polizei heraus, dass es noch einen Mann in Shannons Leben gibt. Mit Brad Muskamp hat sie sich nach ihrer Scheidung und vor ihrer Eheschließung mit Robert einige Male verabredet. Möglicherweise ist Muskamp verärgert darüber, dass Shannon ihn fallen ließ. Es gab Probleme zwischen ihm und Shannon Sanderson. Er rief an und belästigte sie und er verfolgte sie mit dem Auto. Einmal blockierte er ihren Wagen und erschreckte sie. Shannon zeigt Brad an und erlangt eine einstweilige Verfügung.
Doch im Fall von Shannons Entführung bestreitet auch Muskamp jegliche Verwicklung. Ein Alibi bekam ihr Ex-Freund von seiner Mutter. Er war zu Hause und hat geschlafen. Seine Mutter verbürgte sich dafür und das schien glaubwürdig. Auf der Suche nach einer heißen Spur überprüft die Polizei Shannons Aufenthaltsorte in der Nacht der Entführung. Sie beginnt in Sam's Town Casino in Tunica. Erneut rückt Robert Sanderson in den Fokus der Ermittlungen. Ein Casino-Manager ist sich sicher, das Paar in der Nacht gesehen zu haben. Er erinnerte sich, Shannon und Robert Sanderson streitend gesehen zu haben. Er behauptete sogar, dass sich Shannon Sanderson verängstigt vor Robert Sanderson in eine Ecke des Casinos verkrochen hätte. Der Casino-Manager behauptet zudem, dass Robert Sanderson ihn gebeten hätte, falls nötig, ein Alibi zu geben. Er erinnerte sich daran, dass Robert Sanderson nach der Entführung von Shannon Sanderson zurück ins Casino kam und zu Mr. Birchfield sagte, Sie wissen, ich war heute Nacht nicht hier. Monate nach Shannons Verschwinden findet ein Mann in einem abgelegenen Bauernhaus die Überreste einer Leiche. Anhand der Zähne wird festgestellt, es ist Shannon Sanderson. Shannon war hinter dem Ohr in den Kopf geschossen worden. Ein Schuss, der tödlich war. Zuvor ist sie mehrere Male ins Gesicht geschlagen worden. Ihr Kiefer war zerstört, Zähne waren lose, einer sogar zerbrochen. Shannons 5000 Dollar Gewinn und ihr Schmuck wurden gestohlen. Das lässt vermuten, dass das Motiv für den Mord Raub ist. Die 25-jährige Shannon Sanderson wird ermordet in einem abgelegenen Bauernhaus aufgefunden. Sie hinterlässt drei kleine Kinder aus erster Ehe, damals im Alter von 3, 5 und 7 Jahren. Ich habe ihnen erzählt, was für eine gute Person sie war. Eine liebende Mutter. Sie hat immer sehr für sie gesorgt und macht das noch bis zum heutigen Tag. Sie wird ihre Kinder auch weiterhin beschützen. Hauptverdächtiger ist Shannons Mann aus zweiter Ehe, Robert. Er kann für die Nacht des Mordes kein solides Alibi vorweisen. Ein Casino-Angestellter behauptet, Robert am fraglichen Abend gemeinsam mit Shannon im Casino gesehen zu haben. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras beweisen, dass Shannon da gewesen ist. Doch Robert ist nicht zu sehen. Wir konnten feststellen, dass es in der Nacht keine Auseinandersetzung gegeben hatte und dass Robert nicht in Samstown gewesen ist. Wir konnten genau nachvollziehen, wo sie war und wer bei ihr war, als sie ging. Robert war natürlich nicht da. Die Ermittlungen im Mordfall Shannon ziehen sich bereits seit Wochen. In der Zeit hat die Polizei zahlreiche Anrufe zum Verbrechen bekommen. Einer kam von einer Frau namens Sharon Powers. Sie rief bei der Polizeibehörde von Memphis an und sagte, dass ihr Ehemann Gerald Lee Powers am Abend der Entführung in Sam's Town Casino gewesen ist. Er fuhr einen roten Barretta und trug eine rote Baseballkappe. Das war alles, was sie der Polizei erzählte. Eine Überprüfung ergibt, dass der 41-jährige Gerald Powers ein arbeitsloser Bauarbeiter ist, mit krimineller Vergangenheit. Gerald Lee Powers hatte eine Vergangenheit im Belästigen von Frauen. Bei einer Unbekannten sprang er ins Auto und bedrohte sie mit gezücktem Messer. Wie durch ein Wunder konnte sie entkommen und sich retten. In einem anderen Fall brach er in das Haus einer Frau ein, schlug sie mit einer Bratpfanne und stahl ihr Geld und Schmuck. 7 Jahre hat Powers für seinen letzten Überfall im Gefängnis gesessen. Über Shannons Mord können die Beamten nicht mit ihm sprechen, denn er ist verschwunden. Erst einen Monat später nimmt ihn die Polizei an der mexikanischen Grenze fest, bei dem Versuch, wieder in die USA einzureisen. Sie zogen ihn raus und Powers stieg mit einem Messer aus. Der Grenzbeamte zog seine Waffe und Powers entschied sich gegen einen Messergewehrkampf. Er gab auf. Powers fährt einen roten Beretta.
das Modell, das die Zeugen bei Shannons Entführung gesehen haben. Doch Powers behauptet, ein Alibi für die Nacht des Mordes zu haben. Wir waren nicht sicher, ob er etwas mit der Sache zu tun hatte. Den Beamten erzählte er, dass er einen kranken Freund besucht hatte. Der Freund lebt in Clarksdale, etwa 50 Kilometer entfernt vom Casino. Er bestätigt das Alibi. Doch in Powers Kofferraum finden die Ermittler einen künstlichen roten Fingernagel. Er ähnelt dem vom Entführungsort. Die Polizei veranlasst die Exhumierung von Shannons Leiche. Wir mussten sicher gehen, dass es ihre Fingernägel waren, die wir entdeckt hatten. Wie erwartet, hat Shannon künstliche Fingernägel auf ihre Nägel geklebt. Die Beweise werden zum Vergleich ins Labor geschickt. Wir erhielten mehrere künstliche Fingernägel. Einen vom Ort der Entführung, einen von der Autopsie des Opfers und einen aus dem Kofferraum des Verdächtigen. Mikroskopisch betrachtet passt der Fingernagel vom Ort der Entführung zum künstlichen Nagel von der Leiche. Der Fingernagel aus Gerald Powers Kofferraum jedoch unterscheidet sich sowohl in Form als auch in Farbe von Shannon Sandersons Nägeln. Der Fingernagel aus dem Kofferraum des Verdächtigen unterschied sich von den Fingernägeln des Opfers. Als sich herausstellte, dass die Nägel nicht übereinstimmen, waren wir geschockt. Jeder dachte, es passt. Doch das tat es nicht. Um herauszufinden, ob Gerald Powers am Abend von Shannons Entführung im Casino Samstown gewesen ist, bitten die Ermittler das Casino-Management um Erlaubnis, sich die Videoaufzeichnungen noch einmal anschauen zu dürfen. Wir hatten Glück, denn normalerweise sind die Kameras auf die Tische ausgerichtet, an denen gespielt wird. In dieser Nacht waren einige Tische schon fertig und an ihnen wurde das Geld eingesammelt, früh am Morgen. Eine Kamera war verstellt, nicht richtig positioniert. Diese Kamera fängt das Bild eines Mannes mit weißen Turnschuhen ein. Er steht am Balkon und schaut auf den Blackjack-Tisch, an dem Shannon Sanderson spielt. Der Mann fährt die Rolltreppe runter und geht an den Blackjack-Tischen vorbei. Beim Kassierer bekommt Shannon ihre 5000 Dollar. Ein Sicherheitsbeamter vom Casino begleitet sie auf den Parkplatz zu ihrem Auto. 30 Sekunden später folgt der Unbekannte. Die meisten Videoaufzeichnungen sind schwarz-weiß. Doch eine Kamera zeichnet ihn auch in Farbe auf. Die Baseballmütze ist rot und die Person scheint tatsächlich Gerald Powers zu sein. Ich war begeistert. Es war eine Menge Arbeit, diesen Kerl zu finden. Wir haben mehrere hundert Stunden gesichtet. Das war sehr ermüdend. Doch als wir den Kerl letztlich hatten, war das ein feierlicher Moment. Aber die Ankläger brauchen mehr Beweise, bevor sie Powers vor Gericht stellen und verurteilen können. Doch die fehlen. Dann nimmt der Fall eine überraschende Wendung. Sharon Powers, die Ehefrau des Verdächtigen, führt die Polizei zu Shannon Sandersons gestohlenem Schmuck. Powers hat seiner Frau das Versteck verraten. Er erzählte ihr, dass er den Schmuck hinter der B&W Lounge in einem alten weggeworfenen Sofa versteckt hat. Und falls sie ihn benötigen würde, wäre er dort. Der Schmuck ist tatsächlich da. Eingewickelt in Staniolpapier und rötliche Klarsichtfolie. Im Haus der Powers finden die Ermittler ähnliche Klarsichtfolie. Im Kriminallabor schneiden die Wissenschaftler von beiden Klarsichtfolienproben kleine Splitter ab und untersuchen sie per Mikrospektralfotometrie. Mikrospektralfotometrie ist trivial gesagt ein Farbmessgerät, insbesondere für Mikrospuren, speziell für Fasern. Und da die Industrie zumeist
ihre Farbgebung chargemäßig ansetzt, kann man mit Hilfe dieses Gerätes auch Zuordnungen von hoher Qualität vornehmen. Infrarotlicht wird durch jede Probe geschickt. Wie viel die einzelne absorbiert, zeigt ein Diagramm an. Die einzelnen Peaks geben an, aus welchen Farbmischungen die Farbe sich zusammensetzt. In der Regel werden keine reinen Farben genommen, sondern Farbmischungen. Und diese verschiedenen Peaks stellen diese Mischungen dar. Und da eine Mischung recht unterschiedlich sein kann, haben wir hier sehr gute Zuordnungsmöglichkeiten zwischen Spurenfasern und Vergleichsfasern. Beide Proben haben dieselbe Zusammensetzung. Wer behauptet, das könne man schon mit dem bloßen Auge sehen, der irrt. Denn das menschliche Auge kann nur 110 Farben unterscheiden. Das Mikrospektralfotometer hingegen mehrere tausend. Das Ergebnis ist also eindeutig. Meine Schlussfolgerung war, dass die Plastikfolie, die benutzt wurde, um Shannons Schmuck einzuwickeln, von der Rolle stammte, die im Haus des Verdächtigen sichergestellt wurde. Wir waren entzückt. Das war in unseren Augen sehr belastend. Und wir wussten, dass es das auch für die Geschworenen sein würde. Noch einmal durchsuchen die Ermittler gründlich das Auto von Powers. Nicht ganz so ausgestattet wie bei CSI mit Staubsauger, sondern mit einer Fusselbürste gingen wir durch das ganze Auto. Auf dem Klebeband fällt eine Faser auf. Es ist eine schwarze Wollfaser. Ich bemerkte, dass die Färbung ungleichmäßig über die Faser verteilt war. Im Innern war die Wollfaser so eine Art Mokka-Braun. Ich hatte also eine einzigartige Farbverteilung über die Faser. Fasern des schwarzen Rocks, den Shannon getragen hat, als sie ermordet wurde, werden mit den schwarzen Fasern aus Powers Fahrzeug verglichen. Schon unter dem Mikroskop scheint es so, als hätten sie dieselbe ungleichmäßige Farbverteilung. Und nach der Untersuchung mit dem Mikrospektralfotometer ist klar, es gibt keine Unterschiede. Beide stammen von Shannon Sandersons Rock. Oh, das ist aufregend. Und der Grund, weshalb die meisten von uns beim FBI sind. Wir wollen die Wahrheit herausfinden. Bei diesen Gewaltverbrechen gibt es selten Zeugen. Und dann können wir uns immer auf diese Beweise zurückziehen, wenn die Personen in Kontakt gekommen sind. So finden wir die Wahrheit, präsentieren die Wahrheit und fühlen uns gut. Denn die Gerechtigkeit hat gesiegt. Die Ankläger wissen, dass Gerald Powers Shannon Sanderson beim Blackjack-Spielen beobachtet hat. Er folgt ihr zum Kassierer, der ihre Chips in 5000 Dollar Bargeld umtauscht. Dann fährt er offensichtlich 45 Minuten lang bis zum Haus des Babysitters hinter Shannon her. Als sie aus ihrem Auto steigt, schlägt Powers sie bewusstlos und zerrt sie in sein Auto. Niemand weiß, wohin er dann gefahren ist. Doch irgendwann muss er Shannon getötet haben. Er stiehlt den Casinogewinn und ihren Schmuck, ehe er die Leiche in einem verfallenen Bauernhaus ablegt. Er wusste, dass er Shannon nicht leben lassen durfte. Bei all seinen vorherigen Entführungsversuchen überlebten die Frauen und konnten ihn identifizieren. Im Dezember 1998 wird Gerald Powers wegen des Mordes an Shannon Sanderson schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Die forensischen Beweise in diesem Fall waren überwältigend und zwingend. Nachdem alles vorüber war, erzählte uns ein Geschworener, dass sie von einer Welle von Beweisen getragen wurden, vom ersten bis zum letzten Zeugen. Und dass wir ihnen keine Wahl ließen, außer Gerald Powers, wie gefordert, schuldig zu sprechen. Die Faser aus der Kleidung hat sie mit dem Auto verbunden. Das war das i-Tüpfelchen. Es wäre ohne die Faser schwer gewesen, die 12 Geschworenen davon zu überzeugen, dass er den Mord tatsächlich begangen hat.
Drei Bombenexplosionen in einem Radius von 2 Kilometern können kein Zufall sein. Niemand übernimmt die Verantwortung für die Anschläge und die Opferauswahl scheint beliebig. Zum Verhängnis werden dem Bombenleger letztlich winzige Markierungen auf einem Stück Metall und seine unkontrollierte Wut. Der größte Arbeitgeber in Grand Junction, Colorado, sind weder die Ski- noch die Weinindustrie, die sich über die letzten Jahre stark entwickelt haben. Erstaunlicherweise ist es das Schulwesen. Dennis Lamb war Lehrer an der örtlichen Berufsschule. Ich unterrichtete EDV, Computerreparatur und Videoproduktion. Das ist hauptsächlich für Studenten, die nicht ins Bild eines Akademikers passen, aus welchen Gründen auch immer. An einem Februarabend im Jahr 1991 besuchen Dennis und seine Kollegen eine Preisverleihung im Convention Center in Grand Junction. Als sie nach der Veranstaltung zu ihren Autos gehen, werden sie von einer ohrenbetäubenden Explosion überrascht. Ich dachte, ich wäre beschossen und in den Unterschenkel getroffen worden. Doch es ist die Explosion einer Bombe, etwa 30 Meter entfernt. Ein Stück Schrapnell hat das Bein von Dennis verletzt. Ein explosiver Gegenstand war an einem Auto angebracht worden. Er fiel von dem Fahrzeug höchstwahrscheinlich auf den Boden und detonierte. Ich glaube nicht, dass jemand speziell hinter mir her war, schon allein wegen des Tatortes nicht. Glücklicherweise erleidet Dennis keine bleibenden Schäden. Niemand bekennt sich zu dem Anschlag. Aufgrund der Anzahl der Splitter folgern Bombenexperten aber, dass es die Explosion einer kompliziert konstruierten Rohrbombe gewesen sein muss. Wir erstellten Schemata, anhand derer wir festhalten, wie weit Bombensplitter fliegen. Das wiederum machen wir, um sagen zu können, wie gut eine Bombe konstruiert worden ist. Eine Rohrbombe, die in 2 Stücke zerfällt, ist offensichtlich nicht sehr wirkungsvoll. Explodiert sie in 32 Teile, hat jemand eine bessere Rohrbombe gebaut. 3 Wochen später will die Familie Gomez zum Einkaufen in ein nahegelegenes Einkaufszentrum. Alle steigen in einen Van. Als das Auto losfährt, gibt es eine Explosion. Wir haben einen Notfall. Irgendetwas ist mit meinem Auto passiert und meine kleine Schwester hat was im Rücken. Sie blutet sehr stark. Okay, halten Sie durch. Beeilen Sie sich. Der Rettungstrupp ist unterwegs. Doch es ist bereits zu spät. Als der Notarztwagen eintrifft, ist die 12-jährige Maria González tot. Bei der Explosion ist ein Stück Schrapnell durch die Rückenlehne des Sitzes direkt in Marias Herz eingedrungen. In Grand Junction, Colorado, passieren nicht viele Morde. Das tragische Schicksal dieses kleinen Mädchens war sehr bestürzend und schockte die gesamte Gemeinde. Ansonsten ist kein weiterer Insasse des Vans ernsthaft verletzt. Die Ermittler entdecken, dass die Bombe auf dem linken Hinterreifen des Vans platziert worden ist. Der Tatort liegt nur 2 Kilometer von der ersten Explosion entfernt. Erneut bekennt sich niemand zu dem Anschlag. Erneut ist nicht ersichtlich, warum die Familie González das Anschlagsziel ist. Es stellte sich die Frage, ob wir es mit einem Serienbombenleger zu tun haben oder einem Trittbrettfahrer, der von der ersten Explosion gehört hatte und jetzt eine zweite in der Innenstadt verursachte. Was hatten wir überhaupt? Gut, eines wussten wir. Wir hatten ein Problem. Beide Bomben von Grand Junction wurden mit hohem technischem Wissen gebaut. Und beide Bomben wurden mit einer 9-Volt-Batterie ausgestattet und jeweils an ein Fahrzeug angebracht. Sobald sich dieses bewegte, sind die Sprengkörper explodiert. Wenn man eine Rohrbombe baut und sie als Sprengfalle installieren will, versucht man sie so zu platzieren, dass die Zielperson sie bewegt, erschüttert, kippt oder dreht und sie damit auslöst. In den Trümmern finden die Ermittler gewölbtes Glas, die Kapsel eines Quecksilberzünders.
Der Quecksilberauslöser verbindet und explodiert. Wenn solche Bomben detonieren, entsteht eine enorme Wucht. Kraft und Geschwindigkeit sind größer als bei einem Schuss mit einer Pistole Kaliber .45. Ein Quecksilberzünder besteht aus einem kleinen Röhrchen, das mit dem flüssigen Metall gefüllt ist. Ein hochempfindliches Gerät, das der Bombenleger offensichtlich vorsichtig per Hand zu den Tatorten getragen hat. Wenn man es schließt, muss man es in der Position tragen, in der man es gebaut hat. Wenn man es kippt oder seitwärts dreht, geht es hoch. Deshalb machen das nur wenige Leute, es sei denn, sie sind nicht ganz bei Trost. Die Ermittler durchforsten ihre Akten nach vorbestraften Bombenbauern. Einer von ihnen ist Shannon Keith, ein Fabrikarbeiter, der nur 10 Minuten außerhalb der Stadt in Clifton wohnt. Er ist vor mehr als einem Jahr wegen Rohrbombenbesitz zu 2 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte mit Rohrbomben zu tun. Doch es gab entscheidende Unterschiede zu den Rohrbomben, über die wir jetzt reden. Keith behauptet, nicht in Grand Junction gewesen zu sein, als die Bomben gelegt wurden. Die Überprüfung seines Alibis bestätigt dies und schließt ihn als Verdächtigen aus. Ein näherer Blick auf die Bombensplitter ergibt, dass die stählernen Endkappen eine Markierung vom Hersteller besitzen. Da ist ein Kreis auf den Enden der Kappen. Und im Inneren hat dieser Kreis ein Quadrat. Der Hersteller kommt aus Taiwan. Es handelt sich um ein minderwertiges Produkt, das nach Amerika importiert, hier aber später nicht weiterverkauft wurde. Aufgrund der minderen Qualität des Produktes wird es in den Vereinigten Staaten nicht sehr lange verkauft. Die Ermittler sind überzeugt, dass der Bombenleger unberechenbar ist. Dieser Fall war einzigartig, weil wir einen Täter hatten, der seine Bomben zufällig in der Öffentlichkeit platziert, um wahllos Menschen zu töten. Das ist anders, als wenn ich mitten in einer Scheidung sauer bin, weil ich mich ausgenommen fühle. 3 Monate später verlassen Henry Rubble und seine Frau Suzanne ein Restaurant in der Innenstadt. Als sie in ihren Wagen steigen wollen, bemerken sie auf der Beifahrerseite eine Tragetasche auf der Erde. Henry Rubble ist auf der Stelle tot. Jeder war erschrocken, denn Henry war sehr beliebt. Es wurde uns ein positiver Mensch genommen. Wir hatten Angst, man konnte nirgendwo mehr hingehen. Die Frage war, wo geht die nächste hoch? Henrys Körper schützt seine Frau vor der Detonation. Sie bleibt unverletzt. Bei solch einer Explosion fliegt eine Menge Schrapnell durch die Luft. Es war eine Gnade Gottes, dass sie nicht getötet worden ist. Diese Bombe ist die bisher stärkste. Das Schrapnell hat den was. Es ist derselbe Täter und seine Bomben werden größer und durchschlagskräftiger. Wir haben alle Verständnis für Frustration und Ärger. Wir können aber nicht verstehen, wenn man schon ein 12-jähriges Mädchen getötet hat, dass man dann weitermacht. Grand Junction ist innerhalb von 3 Monaten durch 3 Bombenanschläge erschüttert worden. Baukomponenten belegen, dass die Bomben von derselben Person stammen. Unter den Opfern gibt es keine Verbindung. Der Täter tötet wahllos. Aber warum? Wir versuchten herauszufinden, ob es irgendeine Verbindung zwischen den Opfern gibt. Die Bomben wurden zufällig platziert, was die Gefahr mit sich brachte, dass jeder zum Opfer werden konnte. Die Bomben ähneln sich in ihrer Konstruktion und sie sind in derselben Gegend platziert worden. Wenn ich die Unterschiede der Bomben beschreiben soll, dann sehe ich vom ersten bis zum letzten Anschlag den Versuch, eine bessere Bombe zu bauen, mit höherer Verletzungs- und Todesgefahr. Da bei allen Anschlägen ein Quecksilberzünder eingesetzt wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter die Bomben per Hand zum Tatort trägt
und sein Leben nicht während einer Auto- oder Busfahrt riskiert. Das könnte wiederum bedeuten, dass er ganz in der Nähe der Tatorte lebt, also beim Two Rivers Convention Center. Muss er ein Auto haben? Nein. Kann er es zu Fuß machen? Ja. Die Ermittler erkundigen sich beim Convention Center Management, ob sie einen verärgerten Mitarbeiter oder Ex-Angestellten haben. Sie gingen ihre Angestelltenliste durch und letztlich hatten sie an einen Mann gedacht, einen früheren Mitarbeiter, der nicht in die Gruppe passte. Sein Name ist James Genrick. Der 29-Jährige arbeitet als Geschirrwäscher in der Cafeteria des Convention Centers, bevor er 3 Monate vor den Anschlägen seinen Job aufgibt. Ein verärgerter Angestellter, den sie letztlich nicht mehr wollten. Es war aber wohl im gegenseitigen Einverständnis. Genrick lebt in einer Pension, nur 2 Häuserblöcke entfernt vom Convention Center. Sorgfältige Nachforschungen ergeben, dass Genrick wegen kleinerer Delikte wie Diebstahl und Vandalismus aufgefallen ist. Im Gefängnis war er nie. Er passte auf das Profil. Nicht nur, weil er ein weißer Mann in der gesuchten Altersgruppe war, sondern weil er ein Einzelgänger war, der jeden Tag Probleme hatte, mit seinem Leben fertig zu werden. Als Genrick von der Polizei befragt wird, bestreitet er jede Verwicklung und erlaubt eine Durchsuchung seines Zimmers. Weder explosive Stoffe noch andere Materialien für den Bombenbau werden gefunden. Ich besitze keine Rohre, Explosivstoffe, Bomben oder so etwas. Ich habe nichts mit Bomben zu tun. In Genricks Zimmer finden die Ermittler eine handgeschriebene Notiz auf der Rückseite eines Briefumschlags. Darauf steht: An alle, die es angeht. Valentinstag kommt und ich habe noch immer keine Liebste. Alles, was ich will, ist eine Freundin. Doch diese Mädchen wollen sich nicht einmal mit mir unterhalten. Wenn sie mir nicht helfen, eine Freundin zu finden, dann muss ich heute Abend einige arme Fremde töten. Ja, das habe ich geschrieben, als ich betrunken, angepisst und in schlechter Stimmung war. Diese Schlampen wollen nicht einmal mit mir reden. Wenn ich nicht glücklich sein kann, muss ich eine töten. Ich bin eine Zeit lang zum Therapeuten gegangen. Er sagte, ich solle diese Dinge aufschreiben und dann wegschmeißen. Offensichtlich habe ich nicht alles weggeworfen. Nachforschungen ergeben, dass Genrick in einem Geschäft versucht hat, ein Buch zu bestellen mit dem Thema »Wie baue ich eine Bombe?« Er wurde gefragt, wozu benötigen Sie dieses Buch, in dem erklärt wird, wie eine Bombe gebaut wird. Er antwortete, oh nein, das Buch brauche ich aus anderem Grund. Netter Versuch. Die Verkäuferin in dem Buchladen weigert sich, das Buch zu bestellen. Er bekam einen Wutanfall. Ja, wir haben hier einen erwachsenen Menschen, der ausflippt, weil eine Frau sich weigert, ihm ein Buch zu bestellen. Doch das ist kein Beweis für die Morde. Da die Ermittler nicht genug Beweise haben, um Genrick zu verhaften, observieren sie ihn, ohne den Versuch, dies zu verheimlichen. Das ging über 3 oder 4 Monate und war sehr stressig. Manchmal war es sogar verrückt, denn sie gingen 10 Meter hinter mir mit ihren Walkie-Talkies in den Händen. Sie wollten jeden wissen lassen, dass sie mich verfolgten. Interessanterweise gibt es während der Zeit keine weiteren Bombenanschläge. Und die Ermittler erfahren 2 neue Dinge über Genrick. Erstens, er hat vor einigen Jahren in Arizona einen Elektronikkurs belegt. Und zweitens, seine Mutter wollte ihn zum Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik überreden. In ihrem Antrag war erwähnt, dass es ihn frustrierte, wenn Menschen ihn anschauten. Er warf dann zum Beispiel Steinbrocken auf ihre Autos, wenn sie im Urlaub waren. Eines Abends ist er nach draußen gegangen und hat einen Nachbarn beschimpft. Solche Sachen hat er gemacht. Die Ermittler durchsuchen Genricks Pension ein 2. Mal. Auch bei der 2. Durchsuchung fanden wir keine Rohrenden. Galvanisierte Rohre, Schießpulver oder so etwas. Aber wir entdeckten Werkzeug, das er in seinem Apartment hatte. Er hatte elektrische Kreisläufe dort und Kabelmaterial. Die Beamten schicken das Gefundene zu John O'Neill, einem Experten für Werkzeugspuren vom Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Er verbringt Monate damit, die über 300 Fragmente der Bombenanschläge von Grand Junction auf Werkzeugspuren zu untersuchen.
Er findet einige. Um vergleichen zu können, nimmt er Genricks Werkzeug und erzeugt damit Vergleichsspuren. Beißzangen sind benutzt worden, um die Kappen festzuziehen. Dabei sind aussagekräftige Markierungen zurückgeblieben, die die Explosion überstanden haben. Wir schauen uns die Topographie der Oberfläche an. Stammt die Markierung von dem Werkzeug? O'Neill findet dieselbe Anzahl Streifen mit derselben Dicke auf den Testproben, die mit Genricks Werkzeug hergestellt wurden, und auf den Endkappen der Bomben. Und auch unter dem Mikroskop stimmen die Proben perfekt überein. Selbst an Drähten, die um die Bombe gewickelt waren, hat O'Neill markante Werkzeugspuren gefunden. Als er diese mit den Markierungen von Genricks Drahtzange vergleicht, stimmen auch sie perfekt überein. Die Annahme, dass es ein anderes Werkzeug gewesen sein könnte, ist unwahrscheinlich. Die Werkzeugspuren einem Werkzeug zuzuordnen, das sich im Besitz des Verdächtigen befunden hat, ist sehr belastend. An einem Kabel mit einem winzigen Durchmesser hat O'Neill nicht nur die Werkzeugspuren von Genricks Zange gefunden, er hat auch festgestellt, dass dieses Kabel vom selben Hersteller stammt wie die anderen Kabel, die bei den Bombenanschlägen verwendet worden sind. Wir konnten tatsächlich alle drei Werkzeuge den Spuren zuordnen und herausfinden, dass die Drähte alle in derselben Maschine hergestellt worden sind. Doch was ist das Motiv? Genrick hat keinen festen Job, kein geregeltes Einkommen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, und keine feste Beziehung. Als er dann seinen Job als Geschirrwäscher im Convention Center verliert, ist das Maß voll. Er verkriecht sich die nächsten Monate in seinem gemieteten Zimmer und plant seine Rache. Besondere Psychopathen kommen sehr bald zu dem Punkt, die ganze Welt ist gegen mich. Jetzt rechne ich ab. Ich brauche das. Ich muss jemanden töten. Ich finde keine Freundin, dann muss ich rausgehen und töten. Er nutzt sein elektronisches Wissen, um große und tödliche Bomben zu bauen. Genrick ist penibel genug, um keine Schießpulverrückstände in seinem Zimmer zurückzulassen. Doch er weiß nicht, dass sein Werkzeug einzigartige Spuren hinterlässt, die die Explosion überstehen. Trotz der Beweise bestreitet Genrick jegliche Beteiligung. Ich war Einzelgänger, oft angepisst, schlechter Stimmung. Ich glaube, sie wollten jemandem dieses Verbrechen anhängen und erreichten es, indem sie es mir anhingen. Emotion. Wir nennen das menschliche Emotionen. So etwas kennt er nicht. Er ist davon wie abgeschnitten. Doch das Erste, was er einem erzählt, ist, ich bin normal. Die anderen sind beschissen. Darum habe ich ein Problem. Er erzählt dir, ich bin ein netter Kerl, doch ich töte andere, weil ich von den Leuten falsch behandelt worden bin. Hallo? Hallo. Im Mai 1993 wird James Genrick wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne Aussicht auf Bewährung. Ich habe einen Anwalt, der noch immer an meiner Berufung arbeitet. Das ist im Moment meine größte Hoffnung. Hoffentlich sieht das hier jemand, der vortritt und sagt, ich weiß, wer es wirklich getan hat oder so etwas. Man kann nie wissen. Ich würde ihm gerne eine reinhauen. Ich spüre noch immer eine Menge Hass, denn er hat mich um etwas betrogen, worauf ich ein Recht habe. Henry war mein Vater. Er hat ihn mir genommen. Die Ermittler sind sicher, dass Genrick weiter getötet hätte, wäre er nicht gefasst worden. Doch traditionelle Polizeiarbeit entdeckte ihn und forensische Wissenschaft sorgte für seine Überführung. Es gab eine Menge Indizien, die auf ihn hindeuteten. Doch man steckt niemanden für den Rest seines Lebens ins Gefängnis aufgrund von Indizien. Das muss bewiesen werden und ich denke, das haben die Aussagen von John O'Neill und Jerry Taylor eindrucksvoll getan.